Holla, die Waldfee. Oh mein Gott. Grüßt euch, Leute. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einem Livestream. Heute wieder zurück. Ein Tag später. Ja, Dienstag und Mittwoch. Heute mal an zwei Tagen hintereinander ein Stream. Soll es auch mal geben. Soll es auch mal geben bei mir. Und heute sind wir wieder unterwegs. Mit Willibald. Ja, unser guter alter Opa. Und ich, in letzter Zeit hatte ich so Bock, einfach wieder mit dem Opi auf Tour zu gehen, weil auf dem Hauptplatz jetzt immer wieder diese Opis da auftauchen und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich vielleicht im RP mal auf diese Opis treffe, weil ich finde die einfach genial. Und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es dazu kommen wird oder so. Ich will halt einfach mal ein bisschen mit dem Opa durch die Straßen ziehen und mal so ein bisschen Scheiße bauen, so, was ein verwirrter Opa halt so macht. Ich hab da echt Bock drauf. Sag ich so, wie es ist. Und vielleicht treffe ich ja auf diese Leute. Es wäre so geil einfach, ne? Mein Ziel ist heute, dass ich einen Chief, also in Harris, ins Auto reinfahre. Das muss einfach sein. So. Hallo Chat, hallo Chat, hallo Freunde. Wie geht's euch? Schreibt's mal rein, wie es euch geht. So. Ja, wir haben wieder unseren betrunkenen Gang. Weil das ist immer wichtig, ne? Dass die Leute glauben, wir sind einfach schon komplett broke. Aber sind wir eigentlich nicht. Wir sind, keine Ahnung, wir sind überbroke. Deswegen, ich hol mal Herbert, weil der muss jetzt mal was trinken, der Herbert. Das gibt's ja nicht. Weil das... Herbert. Ja. Dankeschön der Nachfrage, lieber Freunde. Mir geht es auch ganz gut. Umständen entsprechend, ne? Luft nach oben ist immer... Aber kann mich nicht beklagen. Dankeschön der Nachfrage. Bader! Oh mein Gott. Immer am Anfang vom Stream ist. So ein Ehrenmann. Bader mit 5 gegifteten Subs, Freunde. Lasst dafür mal Herzen da. Und lasst auch. Bedankt euch bei die was hier gerade VIP vom Bader bekommen haben. Dankeschön. What? What the fuck? Warte mal. Ich glaube, ich gehe jetzt zur Polizei und sage, dass da hinten ein Motorrad steht auf der... Das ist eine Sperrfläche, oder? Das ist eine Sperrfläche schon. Schnell hingehen. So, richtig in den Taufeln so. Weiß Willi, dass Marc verlobt ist? Nö. Ich habe heute sowieso vor, dass ich ihn einmal besuchen gehe. Ja, hallo, Herr Officer. Ja. Ich muss Ihnen was zeigen. Ja, sofort. Nee, fahren Sie bitte erstmal ein bisschen langsamer und ansonsten passt es weiter. Ja, ich muss Ihnen was zeigen. Was wollen Sie mir denn zeigen? Ja, kommen Sie mal mit. Schauen Sie mal, ich habe da was gefunden. Ich bin gerade nämlich so am Spazieren und da habe ich was entdeckt. Haben Sie was entdeckt? Ja, das ist, ich weiß nicht, mein Führerschein, das ist schon etwas her, aber ich bin mir ziemlich sicher bei dieser Sache. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal, darf man hier eigentlich parken? Nee, hier darf man nicht parken. Da stand gerade vorher, noch ein Mann. Ich wollte mal freundlich fragen, ob das so geht. Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall. Ich werde mich darum kümmern. Ja, okay, ja gerne. Nicht ja, dafür. Jo. Vielleicht laden Sie mich mal auf eine Cola ein. Darf man hier parken? Schau, der Opi. Hey, als Opi muss man pflichtbewusst, außerdem bin ich beim FD, da muss ich pflichtbewusst, ein pflichtbewusster Bürger muss ich da sein, okay? So, warte mal. Simon, danke für 99 Cent. So, ich muss jetzt mal meine Herbert da holen. Das Motorrad schon wieder hinten. Bucht ihr auch euer Auto? Oh. Johnson. Was?
Der hat keine Clownshupe. Aber jetzt ganz schnell zu den Mechanikern. Ich muss schnell zu den Mechanikern. Ich brauche dringende Clownshupe. Ich habe ja einen Brief von meinem Sohnemann bekommen, dass der jetzt umgezogen ist. Vielleicht gehe ich ihn nochmal zu Hause besuchen. Mal schauen, ob er zu Hause ist. Der liebe Sohnemann. Wo ist denn der Mark? Jetzt muss ich mal hinfahren. Wo ist denn mein Sohn? Da sehe ich mich. Stimmt, das wäre geil. Stimmt einfach, ich finde die Opis und mache einen Ausflug zu 1:7. So wie letztens. Das ist eine legale Firma von meinem Sohn. Ich bin sehr stolz auf ihn. Foto posten. Dreimal darfst raten, was Kurt gerade macht. Schlafen. Alter, die ist voll. Vielleicht schlafen. Meine Beine waren anstrengend. Ja, ich war schon im Hospital, die haben mir schon was gegeben, aber. Ja, direkt da hinstellen. Ich weiß nicht, was der Kurt macht. Ah, nein, dreimal darfst scheißen. 100% scheißen. Nicht schlafen, weil beim Schlafen macht er ja nichts. Außer schlafen, er ist sicher scheißen. Dandl. 100 Pro. Christo, der Boss. Hallo Willi, wink mal für die Kamera. Ich hol mal schnell eine neue. Hallo. Alles klar, danke schön. Hallo. Hey, bin ich hier in der Werkstatt? Hallo. Ja. Okay. Auch vielleicht mal später wieder. Oh. Sie müssen wissen, ich war auch mal Mechaniker. Ja. Okay, wie lange ist denn der, wenn ich fange? Oh, das war noch damals in den guten alten Zeiten. Ja, ja. Ja. Ich habe sogar hier mein Praktikum gemacht. Ey, okay. Ja. Wissen Sie noch, wann das war? Oh, das war jetzt schon ein paar Monate her. Na, okay. Bimmes gut. Wurst heiß ich. So wie die Wurst. Willi bald. Sonst sieht man mich bei der Feuerwehr. Ja. Da ist das auch, glaube ich, schön, ja. Habt ihr einen Tuner? Wo bist du? Groß. Nee, ja. Jetzt sind gerade 3 Stück im Dienst. Ja, weil ich brauche eine Hupe. Ja, das kriegen wir hin. Dauert noch kurz. Kein Problem. Haben Sie schon mal, was können Sie für eine Hupe empfehlen? Eine Hupe. Hier bitte. Hupen. Ich brauche Hupen. Ja, eine Hupe halt. Nicht so wie bei den Frauen, sondern wirklich eine Hupe, die auch Geräusche macht. Ja, klar. Sind Sie sicher, dass Sie jemanden so weglassen wollen? Ich hab da irgendwie an den Clown gedacht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Nein, ich finde die Hupe nämlich ganz schick. Die ist nämlich out. Und ich mit meinen alten Ohren höre nämlich nicht mehr so gut. Nicht wahr, Maximilian? Ich bin nicht Maximilian. Bist nicht, wer bist du dann? Ich bin Sascha. Okay, Maximilian, ich wusste es doch. Ja, auf jeden Fall brauche ich eine neue Hupe. Dann holen Sie Clowns Hupe. Nee, ich brauche nur noch die Windschutzscheibe auf der anderen Seite einziehen. Du heißt auf einmal Sascha. Weil ich so heiße. Ich dachte, du bist Maximilian. Nee, ich bin Sascha. Oh. Verdammt. Habe ich wirklich schon so ein schlechtes Gedächtnis? Aber ich glaube, mir braucht das schön. Also, ich finde es super. Ja, ja, ich sag's euch: Das Alter ist das. Das Alter schlägt wieder zu. Ja. Wird man nicht jünger? Nee, ich überlege die ganze Zeit noch. 26.600, bitte. Was Sie in Ihrer Rente machen? Ich kann Ihnen empfehlen, zu kochen. Ich überlege nochmal, wie Sie heißen, weil Ihr Auto kommt mir noch bekannt vor und Sie mir auch. Sie waren damals beim FD, bei der Weihnachtsfeier 2020, das weiß ich. Wir hatten auch das Vergnügen. Ich bin doch immer beim FD, aber nicht mehr in 2020. Da war ich noch jünger. Ich überlege die ganze Zeit. Ich komme nämlich nicht mehr auf Ihren Namen. Ich weiß, dass Sie auf jeden Fall sehr gut gefeiert haben bei der Weihnachtsfeier. Wurst heiße ich, Wurst. Hans Wurst? Nein, Hans. Nein.
Willi! Ah, der Willi! Ich erinnere mich, ja, genau! Hans, Hans Wurst, wie das klingt! Ich erinnere mich, genau! Was hast du bei Schuppen von den Haaren? Wieso? Der Tau möchte zu. Er hat Schuppen! Ja, 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 muss er sich erstmal anstellen. Nee, der Käfer kriegt jetzt erst gerade wieder. So, wer? Genau. Wem gehört der Käfer? Ja, ihr! Er braucht Tuning. Der Käfer braucht Tuning? Ja, ich brauche eine Hupe. Der Urus wäre fertig, wenn einmal 100 Dollar. Ja, wollen Sie Rechnung ausstellen oder soll ich geben? Auch nicht. Nee, das dürfen wir Tuner. Der mit der Brille, das ist doch schon. Ich dachte, das ist Maximilian. Ja, ich meine. Danke sehr. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und schönen Tag. Gleichfalls zum Dienst. Danke. So. Dann gucken wir mal bei dir nach einer Hupe. Brauchst du noch Hilfe? Dankeschön, Maximilian, das ist sehr aufmerksam. Mein Name ist Roy. Okay, also mein Name ist jetzt. Warte kurz, lass uns noch durchgehen. So. Ich brauch nur am besten. Ja, wir könnten viel. Ah. Alles gut. Geht. Komm, schlag mal ein. Ja, warte. Der Kollege kümmert sich. Heiße ich jetzt also Maximilian Sascha, okay. Wieso Sascha? Weil ich eigentlich Sascha heiße. Aber wie kann man eigentlich heißen? Das ist eine gute Frage. Zeig sie mir die auffälligste, lauteste, nervigste Hupe, die sich finden. Ich brauche was auch für mein Gehör, was ich hören kann. Da gucken wir doch mal. Ja, das ist doch toll. Hier kenne ich die, ist doch toll. Was ist das für eine Hupe? Das ist eine Clownshupe. Erinnert mich ein bisschen an meine Frau. Oh, wieso das denn? Ja, immer wenn ich sie gezwickt habe, hat sie auch so aufgeschrien. anderes Thema. Anderes Thema. Die nehme ich. Was kostet die Hupe? Moment, ich rechne kurz aus. Das ist aber nicht teuer. Die Hupe kostet 60 Dollar. Oder zeigen Sie mir noch Alternativen. Alternativen. Sondereinsatzkorn. Dankeschön für 2 Euro. Nein, die gefällt mir nicht. Bisschen Jazz? Nein, das ist langweilig. Das ist für alte Stinkstiefel. Nein, auch nicht. Nein. Nein! Nein! Geht ja gar nicht! Nee, irgendwie passt das auch nicht zum Auto. Zeigen Sie mir noch was anderes. Was haben Sie denn an? Gott, langweilig! Nein! 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 Fürchterlich, um Gottes Willen, nein! Nein, nein, nein! Haben Sie was Tieferes? So, Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein, furchtbar! Das erinnert mich nicht an meine Kindheit. Nein! Nein! Ich finde das gerade sehr amüsierend, dass die ganze Werkstatt mithört. Ja. Nein, die gefallen mir trotzdem nicht. Nein! Das hört sich an wie ein Tau am Arsch. Ja, ne? Nein, das ist zu fröhlich. Zu fröhlich? Ja. Dann sind wir durch. Mehr haben wir leider nicht. Was verwenden denn Polizeiautos? Die hört sich doch toll an. Kann ich die haben? Wenn Sie das wünschen, ja. Aber eigentlich darfst du die nicht benutzen. Ich nehme die. Die nimmst du? Ja. Auf deine Verantwortung. Was für Verantwortung? Das ist mein Auto, meine Hupe. Ja, du darfst die aber eigentlich nicht verwenden. Wenn die Polizei das hört, dann kriegst du Ärger. Ich verwende die doch auf meinem Rettungswagen auch. Eigentlich dürftest du das nicht machen, glaube ich. Es ist mein Auto. Beim FD? Ja. Das ist aber mein Auto, meine Regeln. Das ist mir okay, egal. Dann bauen wir die jetzt so ein, ja? Die bauen wir jetzt ein.
Gut, dann habe ich dir die jetzt eingebaut. Dann fahre ich dich nach vorne, dann kannst du das gerne bei uns in die Kasse ein. Was muss ich einzahlen? $60. Ja. Einfach hier vorne in die Kasse reinwerfen. $60. Einwerfen? Geld. Der Dollar. Geil. Ja, ja, ja. Ich hab $61 einbezahlt. Vielen Dank. Dann pulle ich noch einmal kurz drüber, mach nochmal meine Fingerabdrücke weg und dann... Blackjack Johnson, danke für 10 Euro. Jo, was geht, Brudi? Ja, dankeschön. Alles Beste. Dann hole ich noch die Hupe aus dem Lager und dann setze ich sie da vorne noch schnell rein. Das ist aber nett. Sag mal, Herbert, hast du schon wieder Schluck auf, oder was? Du alter Dreckskarren. Ich werde dir gleich nochmal auf die Sprünge helfen. Aber nicht wieder gegentreten. Das machst du doch gerne bei deinen Autos, oder? Dreht meine Autos nicht. Ich streiche. Hast du doch mit deinen Krankenwagen hast du auch schon mal gestreichelt. Nein, treten durch den Fußball. Hey. Wieso schauen Sie beide sowieso verlorene Autobusse? Verloren würde ich sagen. Kann ich gar nicht. Das können Sie gar nicht beurteilen, dadurch, dass ich eine Sonnenbrille aufhabe. Ich kann in die Seele schauen. Ne, weil im Prinzip habe ich eigentlich meine Augen zu und vernachlässige meine Arbeit, weil ich keine Lust habe. Wo arbeiten Sie? Das möchte ich jetzt so nicht sagen. Sechs. Mit einem Kloss. Sie arbeiten doch sicher für Security für einen Stripclub, wenn Sie Sex haben. Guten Abend. Fast Gott. Richtig. Sie arbeiten doch sicher im Stripclub, oder? Nee. Nee, sicher nicht. Doch, Sie haben doch Sex mit einem Schloss oben. Und hätten... Nein, das ist Gruppensex. Gruppensex? Oh, nein, da bin ich nicht dran. Dafür fehlen aber noch weitere zwei weitere Personen. Nicht mehr mit. Weiß auch nicht. Nein, das ist schon zu alt. Kennst du den Helmut? Welcher Helmut? Also ich finde es super. Der arbeitet hier. Helmut arbeitet? Nein. Helmut Ritter. Wo ist Helmut? Hallo? Jetzt geht's los, Freunde. Ich bin Jürgen, Sie Idiot. Ich bin Willi. Hallo, guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Ja, Wurst heiße ich. Willi, dein Auto ist wieder fertig. Ja, wunderbar. Was ist das denn für ein Hörer? Du einmal einparken und dann kannst du damit weiterfahren. Das ist ein Käfer. Wieso darf er fahren und ich nicht? Weil ich bei der Feuerwehr bin. Und weil ich's kann. Wieso dürfen Sie nicht fahren? Weiß ich nicht. Die Ärzte sagen, ich bin mitent. Was sind ist mit Sie? Mitent. Was ist das? Weiß ich nicht. Verdammt. Die haben mir alles weggenommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich weiß nur, dass ich in meinem Alter noch potent bin. Das weiß ich. Ich Wann nicht haben sie mehr. Geöffnet? Wann? Ja. Aber wir sind kein Stripclub. Ich dachte, sie verkaufen Gruppensex. Stripclub. Die Arbeit. Wir machen grundsätzlich Gruppensex, aber es fehlen aktuell zwei Personen. Haben ja auch. Das ist ja ekelhaft. Wo ist jetzt der Helmut? Ich weiß es nicht. Der hat mir gesagt, er wäre hier. Ich muss mal schauen, ob ich den Manni finde. Kennst du den Manni? Wer ist das? Der ist Pizzaverkäufer. Ich will den Manni auch kennenlernen. Ich glaube nicht, die hat sich nochmal pengelegt. Ich will den auch kennenlernen. Manfred, ja, ich will den Helmut.
Ja, wenn du wartest, der kommt bestimmt. Ich ruf ihn an. Okay. Ich probier mal, habe ich den Manfred? Ja. Mein Enkel hat mir nicht gezeigt, wie man das hier das bedient. Hey. Du, warte, zeig ich gleich. Ja, ich bin... Hey, Wut! Wo bist du denn? Hey, Mut, hast du einen Schlaganfall? Warum? Hey, Mut, was ist los? Wo bist du denn? Wir können ihn holen, wo ist Helm? Ja, komm hierher, wir machen Rentnertreff. Jetzt in der Werkstatt. Blackjack, das freut mich, dass bei dir alles gut ist. Mit dem Manfred. Was? Billy heiß ich. Unterwegs. Ja, ja. Das ist Helmut. Ja, ja, Helmut rennt gegen die Wand. Was macht er denn? Helmut. Das ist Helmut. Ja. Du wolltest mir noch zeigen, wie man das Handy bedient. Mein Enkel, der hat keine Zeit für... Ich habe auch einen Enkel. Geh mal auf dein Telefon. Ja. Und dann bei den Kontakten. Was sind Kontakte? Ach so, wo finde ich... Oh, das ja, ganz, ja. Ganz unten neben dem Telefon. Und da drückst du drauf. Und da müsste dann der Name stehen. Da ist niemand drin. Ja, dann hast du die Nummer nicht, du. Verdammt. Ich schau, ich fahr mal dorthin und frag nach dem Manfred. Das gibt's ja nicht. Soll ich mitkommen? Ganz gern, was machen wir mit Helmut? Helmut, Helmut kommt auch mit, komm Helmut. Ich muss eigentlich arbeiten. Nein, komm Helmut, du kannst dir mal frei nehmen. Aber das ist doch nur ein... Nein, komm. Wir fahren mal zu Manfred, lass mir mal Helmut arbeiten. Das ist... Ich hab ja Helmuts Nummer. So, wir rennen. Das ist ein schönes Auto. Ja, danke, dann fahr ich schon lang. Helmut! Haben Sie auch einen Viersitzer? Nein! Helmut, du hast doch einen Viersitzer! Ja. Hier, oder wir treffen uns an der Hauptplatzgarage. Ja, okay. Bis Mach, dann. Wie heißt du nochmal? Willi! Ja, dann treffen wir uns da, oder nicht? Fahren wir da hin. So, habe ich dir schon meine neue Hupe gezeigt? Nein. Uiuiui, bist du Polizist? Schau ich so aus wie ein Polizist? Mir hat diese Hupe gefallen. Ja, die ist schön. Ich zeig dir gleich mal, wie das mit dem Handy geht. Und dann musst du mir mal deine Nummer geben. Ja, ja. Ja, immer mit der Ruhe. So, ich fahr jetzt mal zu Manfred. Mal ja, schauen, ich, der ist. Ja, ich kenn den noch nicht. Ich kann ihn ja kennenlernen. Nein, der hat eine Mütze auf. Eine Mütze? Ja, eine Mütze und eine Brille. Der ist in der Pizzeria. Ich fahr dort jetzt mal hin. Ja, ja. Ich wollte mal im Krankenhaus arbeiten, aber die haben mich nicht angenommen. Ich bin froh, wenn die mich stationär aufnehmen. Die sagen, bei mir ist schon nichts mehr zu retten. Ja, ist schon zu spät. Die ganze Scheiße hier. Ja, ja. Ich ruf Helmut an, dass wir bei der Pizzeria sind. Ah, da ist sogar jemand. Das ist ja wundervoll. Wie heißt du nochmal? Helmut, wir sind bei der Pizzeria. Hallo? Ja, bist du... Ja. Ich heiße Jürgen. Jürgen. Hallo? Buongiorno. Was heißt das Pyjama? Weiß ich nicht. Sagst du's dann? Weiß ich auch nicht. Hallo? Da ist ja niemand, die wollen keinen Umsatz machen.
Ich wollte gerade. Ich hab ja Hausverbot wegen Helmut, fällt mir gerade ein. Was? Wieder Hausverbot. Ja, er hat gesagt, die Pizza schmeckt scheiße. Aber ich kann gar nichts dafür. Und wenn die Pizza wirklich scheiße schmeckt? Nein, die schmeckt gut. Meine ist glutenfrei. Sonst krieg ich Dünnschiss. Ja, da müssen wir mal wieder dann die Kapsel nehmen. Aber von denen krieg ich dann immer Bluthochdruck. Wo bleibt Helmut? Wo sind die Leute hier? Weiß ich nicht. Weiß, da reiten sie mit ihren Pferden daher. Arbeitet der hier? Was? Hallo? Hallo, der Herr? Hallo, ja. Arbeiten Sie hier? Ich arbeite hier, ja. Aber ich bin leider nur Probearbeiter. Wo sind denn Ihre Mitarbeiter oder Kollegen? Die sind leider noch nicht da. Ich such den Manfred. Wem gehören die ganzen Autos da? Der Rote gehört mir. Die sind sich sicherlich nicht alleine gefahren. Dem Hotel hier, Elek Hotel, siehst du das denn nicht? Also was? Der Rote gehört mir, ich weiß aber leider nicht, wo die Kollegen sind. Hey du! Ja, ich weiß. Aber wenn Sie nicht, Pizza haben wollen, ich kann Ihnen gerne was. Wo ist denn der Manfred? Das weiß ich leider. Manfred, Sie sind aus wie ein Skihund. Er ist was? Der Sänger Ed Sheeran. Kenn ich nicht. Ja, ich kenne ihn nur durch meinen Enkel. Oh ja, mein Enkel hat keine Zeit für mich. Aber ich wollte meinen Enkel heute sowieso besuchen gehen. Ja dann, ich komme mit. Und meinen. Ja dann, viel Spaß. Und meinen Sohn wollte ich heute auch mal besuchen. Ja. Jürgen. Ja. Wir haben Manfred noch nicht gefunden. Wer ist Manfred? Ja, ein weiß alter ich Bekannter nicht. Von mir. Da können wir Rentnertreff machen. Oh, ich wollte gleich mal meinen Sohn besuchen. Jürgen. Ja. Komm, wir fahren auf den Roller. Wir wollen doch. Du hast doch nicht Viersitzer, du Vogel. Ja, stimmt. Ja, siehst du, wir fahren zur Garage und da packst du den aus. Oder? Ich komm nicht rein. Wieso komm? Du musst mir anziehen. Der Sack liegt im Weg. So, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Schau mal her jetzt. Das kann doch nicht. Ja, merkst du selber nicht? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Wer schmeißt denn hier die Säcke hin? So. So, jetzt. Jetzt mach mal auf hier. Ja, jetzt ist aber kein Sack mehr hier. Nein. Jetzt können. Warum geht das denn nicht auf? Du musst aufschließen, du. Ja, mach ich doch. Er hat keine Zentralverriegelung. Ja, aber der geht doch nicht. Du musst einmal drehen, nicht zweimal. Warte. Der Helmut wartet. Wir müssen uns beeilen. Warte, geh mal zur Seite. Ja. Sag mal, Herbert. Siehst du, die alten Maschinen, die brauchen das. Ja, einmal treten, dann geht das Auto auf. Ja, gefällt es immer eine Lösung. Finch, du hast alles umgefahren. Wieso hast du alles umgefahren? Ich hab doch nichts umgefahren. Wo ist denn Helmut? Wo ist Helmut? Ruf ihn an. Ist der sein Handy bedienen? Ja, wo ist Helmut? Helmut, wo bist du denn? Wir warten an der Garage. Ja, komm. Aber da lief. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wo ist er denn? Er kommt. Oh, da, jetzt hat der Helmut.
Ja, das ist einmal ein Auto mit Stil. Ja, da kann sich die Jugend mal was abschauen. Ja, genau du. Hier den Scheiß. Das war von der Queen. Ja, guck, also Mensch, der Queen. Ja, wir hatten ein Date mit der Queen. Was? Und wie ging's aus? Schlecht, sonst wäre ich ja jetzt König von England. Dann wäre England nicht mehr da. Ja, und jetzt sind wir hier gelandet. Ja, ich wollte eigentlich nach England und bin in das falsche Flugzeug gestiegen. Wir müssen meinen Sohn suchen. Wer ruft mich denn jetzt an? Hallo, hier ist Jürgen. Hallo? Wir machen gerade einen Rentnertreff. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Das ist nicht abgemacht vorher. Das war nicht abgemacht, dass ich mit denen heute spiele. Ich bin einfach ins RP gegangen, habe gehofft, dass man sich trifft. Aber ich schwöre auf alles, das war nicht abgemacht. Ja klar. Es ist bis gleich. Blackjack Johnson, danke für 6 Bitte. Euro. Dein Geld für die Pizzen, dankeschön. Was ist die Ella? Bus. Ja, das Ibi, danke für 2,49. Welche Vögel nehmen niemals Eier? Dann haben wir das Date. Sie will mich nachher noch mal anrufen. Und warum jetzt nicht? Ja, ich hab gesagt, wir sind gerade mit der Rentner-Gang unterwegs. Das ist eine Gang. Wir müssen meinen Sohn finden. Wer ist denn dein Sohn? Der heißt Mark. Kenn ich nicht! Rumpe! Hast du seine Telefonnummer? Nein, das hilft mir doch auch. Was machen wir denn hier? Hey Mut, wo bist du? Auto was? Anmelden. Was? Anmelden? Warum muss man Auto anmelden? Ich hab doch meine Geburtsurkunde. Die reicht nicht. Seit wann? Weiß ich nicht. Die wollen für jeden Scheiß Geld haben. Das ist doch... Ja, das ist doch... Mensch, Helmut! Du sollst nicht schon wieder den Beton küssen. Jürgen? Was machst du? Mach auf, die Karre! Ist doch auf. Komm rein. Ins Warme. Das Auto ist nicht warm. Doch. Ich... Was? Das ist die Sonne, Helmut, nicht das Auto. Hä? Ja. Es ist Los Angeles. Hier ist es warm, du. Wir sind in Los... Warum sind wir... Das habe ich... Ferrari. Ich habe auch erst gedacht, wir wären in London. Oh, Ferrari! Seit wann fahren in Frankreich Ferraris? Das ist ein Porsche! Ach so, ein Porsche, ja da! Was? Ich glaube, der ist ein Fan von unserem Auto! Ja, was ruft der denn so, der Vogel? Komm, wir schnappen ihn! Bis du den schnappst, bin ich schon lange tot! Obwohl, das ist nicht mehr lang wahrscheinlich! Oh Mann! Jürgen! Ja! Ich hab schon meinen Grabstein gesehen. Ich will gar keinen Grabstein. Ich hab mir auch schon meinen Platz gekauft. In der Urne. Ich hab mir gewünscht, dass meine Urne am Meer verstreut wird. Was? Ich hab mir gewünscht, dass meine Urne am... meine Asche am Meer verstreut wird. Da ist mein Geist frei. Verstehst du? Wie alt sind Sie? Warte! Hey, Mut, der weiß auch nicht mehr, wann er geboren ist. Das ist eine ganz normale Alter. 36! 86! Aber wir haben jetzt 86? Die letzten... Ja! Da bin ich ja der Jüngste von allen. Wie jung bist du dann? Weiß ich nicht, aber ich... Warte, ich guck auf meinen Personalausweis. Du weißt nicht, wie alt du bist. Helmut, pack hier mal ein, hier ist die Lücke frei. 1956. Hey. Hey,
Hey, Brut! Seid komplett ins Hirn geschissen, ihr Volltrotteln! Was? Meine S-Klasse! Was? Was ist mit Ihnen? Alter, Sie sind mir da voll ins Heck reingefahren. Wollen Sie den Führerschein direkt abgeben, oder? Ich muss mal aufs Klo! Du musst gar nichts! Was soll das denn? Ich muss mal! Den Schaden zahlst du mir wohl. Was soll denn das? Hey, lass Helmut in Ruhe! Hörst du, der ist mit meinem Heck gefahren, weißt du, wie viel der Scheiß kostet? Das ist in meine Front gefahren, wissen Sie, wie viel das kostet? Komplett ins Hirn geschissen? Es sieht nicht mehr so gut! Er sieht nicht mehr so gut. Warum fährt er nach Hause? Mal in unser Alter, dann verstehst du. Meine Herrschaften, ihr braucht einmal eine Nachschulung. So schaut's aus. Nein, ich wurde gestern angehalten. Ich wurde gesagt, mein Führerschein ist gültig. Ja, aber ihr Auto ist doch vorne auch schon kaputt. Das waren sie selber. Der will die Polizei rufen. Sie kriegen jetzt mindestens einen Zehner für den Schaden. Ich gehe jetzt einmal auf die Toilette. Ich kriege jetzt mindestens einen Zehner für den Schaden. Kommen Sie her, warte, kommen Sie auf die Seite. Freunde, das wird heute ein köstlicher Stream. Bis Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Sag mal! Weiter, die Polizei kommt! Ja, das, wieso? Also ich finde das super. Denn? Die haben uns beleidigt! Ihr seid Arschlöcher! Schaut das Land, wenn ihr Kratzer! Hauptsache die Ich glaube, ich habe mir gerade selber einen Eintrag gemacht. Moment. Ich glaube, Arschloch ist auf unserer Blacklist. Ich glaube, ich darf mir jetzt selber einen Eintrag geben. Wegen Beleidigung. Warte, lass mich kurz schauen auf der Blacklist. Oh nein! Moment. Wie besuchen. Er sagt doch, er will sein. Mein Sohn! Jürgen! Ach so. Ja, Jürgen! Du musst klar denken. Ich bin doch dem. Geradlinig denken. Denken hilft nicht, merkst du doch. Warte, der hat mir da ein Zettelchen gesteckt mit seiner Adresse. Ja, wo denn? Ja, warte mal, lass mich mal ans Steuer. Halt mal an, Helmut! Danke! Halt mal an! Helmut, fahr doch vorsichtig! Halt die Klappe! Was soll denn das, du? Wo ist denn... Oh! Wo wohnt der denn? Der stirbt doch ab, was ist denn das? Fahren Sie zur Werkstatt, ganz schnell. Ich darf. Hey! Was ist denn da passiert?
Helmut, du hast alles kaputt gemacht! Du musst es in die Werkstatt! Oh. Du Vogel! Der erste Parkplatz war doch frei, du! Da fahren sie rein! Ja. Der Schrank! Aufpassen! Scheiße. Wie sieht der denn aus? Helmut, was hast du denn Kabel gemacht? Oh. Oh mein Gott! Das war er! Was? Helmut? Ja? Hast du schon wieder deine Globuline? Wir brauchen einen Mediziner hier. Ich bin Mediziner, ja. Oder auch nicht. Egal. Ich muss gleich zum Kleidungsladen. Ich sehe scheiße aus. Das ändert aber nichts an der Kleidung. Jürgen. Das kann man machen. Jürgen. Was soll das denn? Überanstreng dich nicht. Ja, guten Tag. Hallo, Aiden. Hallo. Was können wir für euch machen? Der hat die Karre kaputt gemacht. Helmut hat die Karre geschrottet. Nein, war ich nicht. Es ist mein neues Auto. Natürlich warst du das, ja, um so einen Scheiß zu erzählen. Helmut. Das Teil müsste Helmut besser enthält werden. Helmut. Licht da funktionieren noch, oder? Keine Ahnung. Gucken Sie mal nach. Der Mercedes-Stern ist noch ganz. Ich hab einen Durst. Was? Ich hab Bier. Du hast Bier, reich mal rüber, hier die Masse. Oh, der Helmut hat ein Bier. Ja, stoß mal an, oder? Hier. Ich weiß nicht, was los ist, immer ich muss mal Stürgen, nehmt dein Bier jetzt. Döschen, Prost. Ja. Oh, Ist nicht Wasser ein bisschen gesünder für sie vielleicht? Seufste, stirbste, seufste nicht, stirbste auch, also ja. Seufste. Jawohl! Geh weiter, mach dich ab. Ja, dann hab ich mal. Wer kein Bier trinkt, leg dich nicht mit der Rindergang an. Ich hab noch ein bisschen was übrig, brauche ich nicht. Nehm dir deinen Kartoffelschnaps unter deinen Hut rein. Hallo. Ich verbalte den Fusel, wir brauchen nur Bier. Ich brauche ja sowas auch nicht. Was? Wenn sie schon trinken, dann trinken sie mal was Richtiges. Nein, das ist doch was Richtiges. Sieben Bier ersetzen eine volle Mahlzeit. Also bestelle ich 8. Ich will ja dazu auch noch was trinken. Mit den echten Hopfen. Gegärt. Ja. Mit Malz. Richtig. Wissen Sie, Sie wissen doch gar nicht, wie man überhaupt Bier braut. Ich hab das früher selber gemacht. Und sie saufen nur diesen komischen Kartoffelkram. Ich hab im Keller Schnaps gebraut. Haben Sie ja noch ein Bier übrig, dann würde ich ein Bier mitbringen. Ja, hier, warten Sie. Bitte schön, ein Bier. Ja, danke schön. Ja, jetzt will ich mal in die Welt der guten Dinge des Lebens eingeweiht. Ja, guck mal. Helmut, das schmeckt ja... Hä? Was ist los, Helmut? Wollen wir mal später dem alten Herrn zeigen, wo wir immer hingehen nach Feierabend? Ja, wo die Frauen tanzen. Was? In den Stripclub. Ja, das sind auch die von Gruppensex. Oh. Die sind auch immer da. Dein BMW wäre dann wieder fertig. Ja, danke schön. Bitte dann später einmal einhaken. Danke schön. Ja? Mach ich. Wie macht's denn? Achso, hab ich ja schon alles gezahlt. Genau, ist ja schon alles. Aus dem Weg, der ist fertig. So, die Herren. Der BMW nicht mehr Mercedes. Das ist doch kein BMW. Der ist noch ein Audi. Das ist... Nein, das ist ein Rolls-Royce. Nein, das ist... Natürlich, du Volkshoffer. Habt ihr den noch von der Queen, den Rolls-Royce? Das ist von ihrer Mutter, das Auto. Ach so. Also ich finde das ist ja Wahnsinn. Der ist doch sicher ein bisschen was wert. Also für den kriegt man doch sicher 10 Kisten Bier, oder? Was? Helmut! Was haut ihr euch wieder unter? Was war denn das? Jürgen! Oh, ich hab gesagt, du sollst mir nicht in die Seite kneifen, Jürgen. Was machst du denn? Hey. Was soll denn der Schmarrn? Ich glaub, es hackt bei dir. Jürgen? Ja? Geh mit zu Ella.
Die Ella? Will mich später an. Das ist die Ärztin, die will ein Date mit mir. Nein, mit mir. Guten Abend, Jan. Was? Hallo. Hallo. Ahoi. Die will ein Date mit mir und nicht mit dir, hey. Versager. Halt die Klappe. Die will euch beide. Schau, der da hinten ist festgenommen. Was hat Hallo. Er denn angeschaut? Hat er schon wieder vergessen? Wieder bei. Hat er schon wieder Frittierfett in euer Auto getankt? Sie sollen doch nicht während des Dienstes Wodka saufen. Ja, ich komme. Nein, der Schein reicht. So, was darf's denn sein? Der Herr, der Schein reicht. Schneller, mehr nicht. Wirkte das Willi? Hallo, Volltuning. Jo, Leistung der Schein reicht, kommt alles sie zu Hause. Der hat sich ja Frittierfett von letzter Woche in ja, das alles Auto klar, dann guck ich mal, was der Spaß kostet. Jo, perfekt. Ja. Bestimmt. Jens. Jetzt hat er die Scheibe bitte. Kaputt gemacht. Front ist kaputt. Ich schau, wie das Auto aussieht. Ja, mit 10% Verlust muss man rechnen. Guck dir das an. Das Ding ist gleich fertig. Ja, jalla, jalla, wie die Junge sagen würde. Was heißt jalla? Kennzeichen. Das heißt schneller. Nee, hab ich leider nicht. Jalla. Nein, das heißt Jalla Habibi. Ich hab ein Schlaganfall schon wieder. Jetzt steh auf, Jürgen, und mach. Und was macht ihr denn? Muss ich dir wieder in die Pulsader schlagen? Hey, Mut, hör auf zu simulieren. Jürgen, du kriegst gleich eine reingehauen. Ich geh mal aus dem Weg. Nein, bitte nicht. Lass mich in Frieden. Warte mal, heute gehen wir alle anders. Ich klau jetzt einen Mercedes-Stern. Das ist doch ein Rolls-Royce. Ich meine den Rolls-Royce-Stern. Mann. So, was ist... Ist er fertig? Ne, ich muss noch schnell zwei Scheiben holen. Ich hab Kreuzschmerzen bekommen. Ich komm gleich wieder. Wir müssen in den Stripclub. Nein, wir müssen zu meinem Sohn. Ist doch das Gleiche. Was? Das ist nicht das Gleiche. Wo wohnt denn der? Ja, das war... Er hat mir so eine Karte geschickt. Da, was so für eine Karte? Nein, ich fahr dort so hin mit meinem Gedächtnis. Was ist los? Ich bin eine Lokomotive in meinen Träumen. Molchen 87, danke für 50 Euro. Moin, lass uns krachen, Opi. Kuss geht raus, dankeschön. Fetten Herzring bitte für Molchen 87 in den Chat. Predox mit 50 Euro auch dabei. Moin, moin, mein Bester. Viel Spaß beim Schwimmen, ganz wichtig, trinken nicht vergessen. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Mit dem Opi. Blackjack Johnson, danke für 2 Euro. Ich glaube, dein Chat geht nicht. Natürlich geht ja. Das Herz bitte für Predogs, den Ehrenmann und Molchen da, vom ganzen Herzen. Hans, brauchst du einen Rollstuhl? Mir tut das Kreuz weh, ich bin noch immer Willi. Hans Jürgen. Sorry. Hey Gott. Ich heiße Jürgen. Wie komme ich dann auf Eggert? Weiß ich doch nicht. Und er ist doch Udo. Nein, das ist Kai Uwe. Hi Uwe. Wann fahren wir denn wieder jetzt mit deinem Holzkreuz? Holzkreuz! Holzkreuz, das hab ich! Ich dachte, du hast ein Hohlkreuz! Nein, das Gegenteil, ich bin doch nicht dick! Hey Mut, du verrenkst dir alles! Hör doch auf damit! Guck dir das an! Wenn ich runter müsste, komme ich nie mehr hoch. Aber ich will aufpassen, hinterher darf ich sie wieder einrenken. Wer sind sie denn? Oh, das ist Knox. Hallo, wer Knox. Genau, Willi. Wer ist Knox? Alles gut bei dir. Ich liege schon im Bandscheibenvorfall. Ich werde nicht jünger. Hast du das gehört? Der wünscht uns einen Bandscheibenvorfall. Knox nee, ich rieche ihn schon. Aus. Ich rieche den sowas. Das sieht immer jünger aus. Das geht schon. Helmut, du sollst dich nicht bewegen. Aber... Was? Was hat... Ich hab das nicht gesagt. Ich soll mich nicht mehr bewegen.
Ja, besser so, sonst knackt alles. Wir wollen heute noch ins Stripclub, glaube ich. Hast du heute mal einen ruhigen Willi? Ja, relativ ruhig. Ja, ich will heute mal meinen Sohnemann besuchen. Wer ist denn das? Mark. Mark? Ja. Bis Mark. Rumpe heißt mein Sohn. Ah, nach der. Kennt ihr den? Ja, ja, so eine Spielzeugfirma. Ich bin sehr stolz auf ihn. Das Spielzeug ist fertig. Das Auto ist fertig. Helmut, lass mich mal. 250 wären es noch. Helmut, du musst noch bezahlen. 1250 Dollar. Ja, warte, als recht. Komm. Ja, komm, kein Uwe, wir fahren. Ich kenne, dass die Gummistiefel noch aus Holz waren. Und Helmut, hallo, steig ein. Hallo, Jan. Ich glaube, ich mache einen Altersheim auf. Hallo, Jan. Hallo. Jan. Hallo. Oh, aus dem Weg. Wir müssen wartet hier raus. Wartet doch auf mich. Was machen die denn? Wir müssen hier raus! Was ist denn jetzt los? Ich glaube, die suchen Helmut! Nein, ich glaube, das war die Eskorte in den Stripclub. Der fährt uns hin! Warst du ein Verfolgungswahn? Was? Wie heißt du? Jürgen! Nee, hey, der andere Opa. Das ist Kai Uwe. Willibald! Hey, ich dachte Kai Uwe. Nein, Willibald. Willibald. Molche, danke nochmal für 50 Euro. Was macht Scheiße. Ihr heute? Alter, nur Scheiße. Glaub mir das. Das wird heute einfach nein, nur Chaos mit pur. Mit D, du Vogel. Will die. Nein, bald. Bald. Nein, Annegret, Annes ist meine Frau. Meine heißt Hildegard. Meine hieß Annette. Nee, gar nicht, Annegret. War das eine Nette? Ja, bei ja, mir ja. Wär's die eigene Hand. 5 gegen Willi. wir sind doch aber nur 2 gegen Willi. Helmut ja. Und Jürgen gegen Willi. Willi, können wir tanken gehen, bitte? Der Tank wird knapp. Ja. Ich hab nen Kanister dabei. Den brauchen wir nicht. Wir fahren zur guten alten Tankstelle. Gibt's sowas eigentlich noch? Ja, da links. Links, ja, links rein. Links. Fucking Idioten. Jürgen, du hast gesagt links. Helmut. Aber dann nicht sofort links! Die Einfahrt links, du! Was machst du denn? Tanken mach ich! Lass mich mal her! Warte! So jetzt! Jetzt kannst du tanken! Was wird der denn? Lass bitte noch einmal Herzen für Molchen da! Dankeschön! Sonja, Stichwort trinken, gibt's die Tigerflasche noch und wie ist die gibt. Ja, ich frag ihn. Hallo. Das hier ist ein Rentnertreff, alles in Ordnung. Hallöchen. Ja, was ist das denn für ein Auto? Das ist ein Lamborghini. Oh. Abfahrt. Schau mal, der Fahrer ist so schnell gefahren, der hat keine Haare mehr. Ich hab sogar ja, nicht mehr Haare. Das passiert. Hey Mut! Aber ein schönes Gericht braucht Helmut, Platz, ne? Ich muss fahren! Warum? Entschuldigung, Herr Marschall, können Sie mir sagen, wo mein Sohn wohnt? Ihr Sohn wohnt? Ja, Mark Rumpe heißt er. Wer frisst Pumpen? Noch nie gehört den Namen. Mark Rumpe. Googeln Sie doch mal. Das ist der doch hat das eine Spielzeugfirma. Und wie heißt die Spielzeugfirma? Die heißt 107. 107? Ja. Sicher, das dass stimmt. Das nicht die Hausnummer ist. Das kann auch sein. Ich weiß, er hat immer aber gesagt. Aber wie kann dann denn
Wie kann denn eine Firma 107 heißen? Das ist so kein Name. Er verkauft Spielzeuge für Hunde und für Kinder. Oh, das ist Hunde 7. Nein, nicht Mutter was für Hunde. Sohn. Nein. Hund. 100. Hund. Mein Benzinkanister ist. Und sein Freund heißt Freddy. Das, der war ganz nett. Ferdi. Freddy. Freddy. Sag mir jetzt wie heißt richtig. Wie heißt der denn weiter? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er Freddy heißt und einen Hut trägt. Freddy ist doch und kein Name. Und mein Sohn weiter. Heißt Mark und seine Frau heißt Annette. Nein, Gisela war das. Gisela. So könnte meine Frau heißen. Die Gisi ist eine nette. Komm, der Marshall weiß nicht, wo wir hin. Nee, kann ich da nicht weiterhelfen. Mach die Schotten auf, Helmut. Erstmal, wir müssen... Helmut! Was ist denn das? So... Der Feuerwehrmann weiß nicht, was es ist. Wieso macht er... Was ist denn jetzt los? Ich glaube, der hat sich in seine Pipi-Kaka gemacht. Ja, bestimmt. Wo muss ich denn hin? Was Helmut, wo fährt denn der hin? Das weiß er doch auch nicht. Was? Was? Ich hab... Wie bitte? Ja, ich fahr doch gar nicht. Egal, passt schon. Chat, Road to 20 Likes. Lass mal einen CJ da. Road to 10 Likes. Ach, abgehoben. Ach du heiliger Klimbim. What in fuck's name are you doing? Ja. Da oben ist die Bergspitze. Was für eine Quergschnitze! Und dein Anfang, Mann! Halt die Schnauze! Ich geb dir gleich mal halt die Schnauze! Ich glaub, hier wohnt er! Hier ist die Straße! Hier ist definitiv keine Spielzeugfirma! Seit wann kann man nicht auf der Straße wohnen? Wohnen schon, auf der aber... Straße. Aber wer hat denn eine Firma auf der Straße? Ich weiß es doch nicht, mein Sohn. Sowas nennt man Flohmarkt. Flohmarkt. Da verkauft man Sachen auf der Straße. Das ist ein Ponyhof. Er macht doch was für Hunde. Gehen. Er macht doch... Aber das sieht ganz anders aus. Das war doch mal... Hatte doch mal mehr Stöcke und war irgendwie... Ich weiß es nicht, ich war hier noch nie. Ich hab mein Kärtchen. Helmut, wo ist mein Kärtchen? Er hat mir eine Einladung mal gekriegt. Das hat er gegessen. Helmut! Nein, ich war das nicht. Ich hab's... Natürlich! Gibt's sie dir. Natürlich, was? Ich hab sie dir eingesteckt. Hast du sie schon wieder ausgeschissen? Ja, so wie ich dir mal. Richtiges Kino heute, richtig geil und schön. Ab. Das ist für Raffi Herzen da. Dankeschön, mein Ehrenbruder. Ich war jetzt 2 Wochen nicht mehr, irgendwann muss es auch mal raus. Das Schild, das ist teuer. Hab ich doch nicht bezahlt. Hast du einen Frosch Natürlich. Gegessen? Wieso sollte ich einen Frosch gegessen haben? Wir sind doch nicht in Frankreich. Nee, die in China machen das. Nicht die hier. Die essen auch ganz andere Sachen. Die essen Fledermäuse. Die essen auch Bieneier aus dem Nest raus. Glaub mir, das ist... Bienen legen Eier? Natürlich. Warum? Weiß ich nicht, ich bin kein Biologe. Ich dachte, du bist Imker. Nein, ich bin Rentner. Ich bin Mechaniker. Ich hab schon wieder so einen Hustenanfall. Ich bin bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr? Feuerwehr? Ja, siehst du das? Ist ein Neototyp. Was ist denn? Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Warte mal. Das sind die... Was ist denn? Was ist denn? Nice. Wie kann man denn so blind sein und blöd Auto fahren? Na hör, warum steht denn damit? Ich wollte auf der geraden Spur.
Also ganz ehrlich, der Bré hat Blaulicht an und alles. Die kann man nicht übersehen. Was ist denn ein Bré? Was ist denn das? Ich hab Digga, was seid ihr für ein Rentnergesangsverein? War was dagegen? Seid ihr aus dem Altersheim entlaufen? Nee. Willst du Stress haben? Nein, ich möchte keinen Stress mit älteren Herren haben. Wieso schiebt er denn so Stress, hey, den Mut! Typ? Ich... Ja, der kann nichts dafür. Was denn? Ja. Ja. Der hat bestimmt auch mit den... Was ist los? Wir sind mir hinten aufs Auto drauf. Ist mir doch wurscht. Ich bin gar nicht gefahren. Fahren uns hinterher. Du lügst gar nicht. Hör auf, so einen Spahn zu labern. Okay, Boxenstopp. Hier ist 80. Fahr ich doch locker. Fahren wir. Nicht dein Alter. Die Geschwindigkeit. Sag mal, du kannst doch nicht mal ein Riesenschild lesen. Wie willst du mir auf den Tacho schauen, Jürgen? Du blinder Uhu. Willi. Ja, Helmut. Wollen wir in den Club gehen, da rechts? Nein, ich will meinen Sohn besuchen. Wo wohnt der denn? Ja, der hat mir da mal was geschickt. Lass mich mal schauen. Wie denn? Per Post? Ja, der Brieftaube. Brieftaube. Ich muss mein Passwort-Spray suchen. Helmut, hast du das dabei? Ja. Ich hab Atemnot. Warte, hier. Nimm mal tief Luft. Danke, Helmut. Ich weiß nicht, was... Was? Du sollst das nicht ab... Nein. Du sollst das nicht ablutschen. Hör auf damit. Hör auf, das abzul... Nein, nicht hinten... Nicht hinten reinstecken. Bis... Ja. Was ist denn? Was ist hier? Was... Das sieht aus wie eine Irrenanstalt. Nein, da wohnt mein Sohn. Oh. Glaub ich. Hallo? Wieso machen die denn nicht den Schuppen auf? Was ich glaube, der will seinen Vater nicht sehen. Doch, bestimmt, Willi. Du bist doch ein netter Vater, Kopf. Oder nicht? Natürlich, schau mal, was er geschafft hat. Er ist in der Irrenanstalt. Ja, das sind doch super Voraussetzungen. Hallo? Das sind auch Autos. Die können doch mal die Schotten aufmachen. Hallo? 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 Ich glaub, die wollen Hallo. Uns nicht sehen. Alle wollen immer, haben alle was gegen die Rentner. Komm rein, du Vogel. Ich glaub, hier wohnt mein Sohn, der Marc. Ja, klopf mal an, genau. Ja. Helmut? Ja? Klopf fester. Schrei lauter, dann hören die dich. Hallo. Du musst lauter hupen, Willi Wurst. Helmut, gib mir mein Asthma-Spray. Aber sauber bitte, ohne Kackdraht. Ich glaube, der ist gerade auf einem Geschäftsmeeting. Er muss neue Spielsachen testen. Bestimmt. Was ein Beschäftigter hier. Probier's hier nochmal. Klopf mal an, Helmut. Mir tut der Arsch weh, ich muss sitzen bleiben. Wieso steht das Stopp dran, wenn man eh nicht durchfahren kann? Wie unsinnig. Rauskommen. Hier sind die Rentner. Was ist denn hier schon wieder los? Wir sind nicht zu Hause. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Gibt's hier noch andere Tore? Ich weiß es nicht. Lass mal drum rumfahren. Warte, da war eine Tür. Vielleicht können wir da drüber. Nein, wir wollen ja nicht einbrechen. Aber da ist Party. Guck mal, da ist Licht an. Da läuft Hallo? Auch schon jemand. Der will bestimmt auch eigentlich zur Party. Was feiern die denn da wohl für eine Party?
Ach du Scheiße, die wohnt neben der Schule. Oh Gott! Weiß, was... Ich wusste nicht, dass mein Sohn so viel auf Bildung setzt. Ich auf jeden Fall nicht. Sieht man. Sonst wäre er hier auch nicht in der Anstalt gelandet. Wer weiß, was die den ganzen Tag machen, wenn nebenan eine Schule ist. Lernen! Die armen Kinder! Lernen! Wollen wir Musik anmachen? Ich höre keine Musik. Hast du kein Trommelfell mehr? Doch, aber ich höre es trotzdem nicht. Ich bekomme dann immer schwitzige Füße. Kein Ding, wir machen die Fenster auf. Dann riecht das nicht so. Oh mein Gott! Hey, Mut! Ja? Was? Ja. Scheiße, ich hab's vergessen! Es ist hier außen. Jetzt riechen! Ja, das riecht doch auch eklig. Ich riech nichts! Billy, was tut es? Was? Hast du dir gerade in die Hose gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich fahr mal wieder an den Hauptplatz und frag dort. Ja, nur eine Bier getrunken. Nein, nicht dahin. Warum nicht? Ja, die mögen uns doch nicht. Das ist mir egal, ich mag sie auch nicht. Ja, wir mögen sie nicht. Am Ende muss ich trotzdem deren Leben retten. Die müssen nett zu mir sein. Respektloses Volk. Ach du Scheiße! Autos. Hey Mut, du bist schuld an der ganzen Sache. Warum? Weil du gesagt hast, die Pizza schmeckt scheiße. Und jetzt hab ich... Stimmt, wir wollten noch nach Manfred suchen. Ja, stimmt. Manfred. Wo wohnt der denn? Ja, in der Pizza, ja. Ja, sag das doch direkt. Guck dir mal diesen Ford Mustang an. Wahnsinn. Ja, da ist ein Nissan. Das war ein Mercedes, du Honk. Du bist hier der Horny. Das sind sie, guck mal. Oh. Da ist Ed Sheeran. Oh. Komm's. Oh mein Gott, ich komm. Was soll denn das? Das Rücklicht. Kannst du sehen? Oh. Guten Tag, kann man Ihnen helfen? Ja, wo ist Manfred? Der ist nicht da. Wieso Manfred das denn nicht? Brandt, können Sie den habe ich schon. Den habe ich schon 2 Wochen nicht mehr gesehen. Oh, ach du Scheiße, nicht dass der. Ist der verstorben? Nee, verstorben ist er nicht. Okay. Vielleicht ist er bloß im Urlaub, ich weiß es nicht. Er hat mir aber nicht davon Bescheid gesagt. Nee, also 2 Wochen ungefähr ist er schon. Sind Sie Ed Sheeran? Nein. Das ist doch nicht. Ja, richten Sie von mir Manfred liebe Grüße aus. Von mir und Helmut auch, bitte. Wir kennen ihn zwar nicht, aber liebe Grüße, Tschüsschen. Ciao. Kennst du Carla Kolumna? Wer ist Carla Kolundis? Nein, Kolunda, nicht Hollandaise. Aber die Soße Hollandaise ist was Fabelhaftes. Nein, die schmeckt scheiße. Warte, ich könnte die Leute da im goldenen Auto fragen. Die haben den gleichen Geschmack wie ihr. Entschuldigung, die hallo, hey, Entschuldigung. Hallo, hey, Entschuldigung. Die im goldenen Auto, hey, wir fragen. Entschuldigung. Ja. Ey, bist du Willi? Was? Hallo! Willi? Hallo! Aha, hallo, alter Mann. Bist du Willi? Willi, Jürgen, ja, und Helmut! Ich bin Willi! Hallo, Willi! Wer bist du? Ich sehe dich nicht! Du kennst mich auf jeden Fall! Oh, kenn ich dich auch! Kenn ich dich das auch! Das sind meine keine Freunde, Ahnung. Das ist der Günther und der andere ist der Jürgen! Ja, Jürgen kenn ich! Ich brauch mein Asthma-Spray! Helmut! Hol dir dein Asthma-Spray, Mann! Verdammt! Das ist Jürgen. Ja, wir suchen meinen Sohn. Jürgen. Wer ist das?
Mark ist mein Sohn. Rumpel? Ja. Mark Rump hat er gesagt, wer auch immer das ist. Kann es sein, dass der Spielzeuge hersteht? Das sagt nämlich nicht. Nein, der produziert Spielzeug für Hunde. Ist doch das gleiche, herstellen und produzieren. Wisst ihr, wo der ist? Nee, keine Ahnung. Warum nicht? Keiner weiß das. Ja, dann sollten sie beim Tierheim nachschauen. Nein. Warum im Tierheim? Nein, dort ist er doch nicht. Wie kommen sie denn auf die Idee? Na, ich dachte, der züchtet Hunde. Nein, der macht nein. Spielzeug. Nein. Ach so, okay, dann habe ich mich vertan. Spielzeuge. Ja. Genau. Was? Helmut, wir müssen weiter. Warum? Wo wollen wir denn jetzt hin? Weiß nicht, haben wir schon geschaut, ob Manfred da ist? Ich glaube noch nicht. Lass mal fragen, ob Manfred guck mal, da ist. Da steht auch ein Mercedes. Das ist ein Ford Raptor. Mensch, Willi, pass auf, wo du hinfährst. Hab doch nichts gemacht. Ja, setz die Brille auf. Dann. Hallo! Moment, wir suchen Markt. Wisst ihr, ob Manfred da ist? Bitte schön. Ach nee, es war Manfred. So, was war das dann? 240 Dollar. Nein, Manfred ist bitte. Nicht da. Sie waren gerade eben schon da. Sie müssen wir waren doch noch nicht da. Wir suchen Jürgen Brandt. Also, es tut mir leid, dass ich sie wegschicken muss, aber leider haben sie Hausverbot. Warum? Ich hab doch kein Hausverbot. Ja, ihre Kollegen haben gestern... Ich hab gar nichts gesagt. Das war... Ja, das ist... 240 Dollar. Ich glaube, es hackt. Ich hab doch wenn sie kein nicht rausgehen, bin ich leider gezwungen, die Polizei zu holen. Ja, aber ich hab doch kein Hausverbot. Wo ist Manfred? Ja, wir müssen mal... Ja, der Manfred ist nicht da. Schade. Geht's hier besser? Jetzt ist es besser. Schick mich, Helmut. Du bist schuld. Wieso habt ihr denn das Hausverbot, ihr Alter? Weil Helmut gesagt hat, dass die Pizza scheiße schmeckt. Weißt du, ob Manfred da ist? Was für eine Katastrophe! Ich glaub, ich hack hier! Wieso packt die... Mensch, Willi, pass doch auf! Mann! Willi, wie fährst denn du Feuerwehrauto? Darf das überhaupt? Polizei, wir fragen die! Ich fahr so wie... Gut, hier könnt ihr bestimmt Reisen buchen! Ja. Guten Abend. Hallo. Abend. Ja. Du Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Ist das der Stripclub? Oh, das ist Silent Disco. Hallo. Abend. Ja. Ich such meinen Sohn. Ihr Sohn? Ja. Mark Steinmann. Nein, Mark Rump. Mark Rump, ja? Tut mir leid, ja, hab ich vergessen. Okay. Wieso sagen Sie denn das so? Wissen Sie, wo Manfred Brandt ist? Ja, hier ist ein Rentner. Nee, ich kann nicht nachfragen, wen suchen die jetzt? Mark Rump oder? Galakon und Stein. Wir suchen Mark Hollandaise. Kann ich das abgeben? Mark Rump? Helmut, wir suchen nicht Hollandaise. Ob ich das abgeben kann, hallo? Ja, sofort. Nicht so frech jetzt hier. Oh, das ist aber hell. Was? Uiuiui. Ja, ach du Scheiße! Ich sehe dich! Welcher Staatsnummer? 245. Was? Die da draußen können uns helfen! Bitte sehr. Ja, bestimmt! Was ist denn das für ein Auto? Helmut, das ist Gruppe 6. Gruppen 6? Gruppen 6? Ah, das, ich glaub... Mark! Oder Will Evans, Galo Colucci. Das ist mein Sohn! Das ist Mark! Mark! Das ist ihr Bitte. Sohn! Ja, das ist mein Sohn! Der kommt sicher gerade vom Geschäftsmeeting. Wie geht es dir denn? Das sieht ja, da, ich hab ihn gefunden, nicht. Das ist mein Sohn. Der kommt sicher gerade, der hat sicher wieder Spielzeuge für Hunde verkauft. Nein, für Katzen, du! Für Katzen? Verkaufst du jetzt schon für Katzen? Er ist sprachlos. Der freut sich einfach, mich wiederzusehen. Ja, ihr seht euch gar nicht ähnlich. Sohnemann, wie geht's dir? Erzähl mal was von dir. Na, ich geh jetzt Galo Colucci kaufen. Wer ist das? Der ist aber ein unerzogener Bub.
Tonemann, ich war vorhin bei dir, da hat keiner aufgemacht. Bis Kalakulucci. Ich wollte dich besuchen. Schöne Fahrt. Dankeschön. Mein Sohn, das ist mein Sohn. Ja. Der mag mich. Der sieht ihn gar nicht ähnlich. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte, der steht Spielzeug hier und ist nicht Polizist. Das... Herr Putzis! Stimmt, da steht... Ohne Mann, was machst du denn? Stellst du kein Spielzeug mehr her? Er ist jetzt Polizist! Stimmt. Guck mal, Helmut! Schon... Ja. Helmut, schau, mein Sohn ist Polizist. Jetzt bin ich da stolz. Steht... Das wäre mir echt peinlich, Willi. Nein, ich bin stolz auf ihn. Ohne Mann, seit wann bist du denn bei der Polizei? Ich glaube, ich werde verwechselt. Was? Wie heißen Sie denn? Ja, Galokolucci. Nein, das sieht aus wie mein Sohn. Was ist das denn für ein Name? Also... Helmut, hast du schon mal Galokolucci? Oder wie heißt was? Na, der meint, komm, wir gehen Lucci und Pucci schauen. Oh nein! Ach du Scheiße! Ja, ganz ich schlimm. Ich glaube, das es ich ist glaub, aber seine noch Kollegen, mein komm. Sohn. Der Herr, also das so alt ist und so stinkig ist. Ich bin dein Vater. Das sagte Darth Vader in Star Wars auch. Nein, das war der Imperator. Nein, das war Obi-Wan Knuff. Haben Sie später Zeit? Wenn sie schlafen gehen. Sie hört sich krank an. Haben sie dann später Zeit, ihre Brillen so durchzuprobieren, oder? Mein Sohn fragt mich gerade, ob ich Zeit für ihn habe, aber das ist doch... Ja, nein, nicht der Sohn. Geht doch zu viel, nein, natürlich habe ich für dich Zeit, mein Sohnemann. Er ist der... Immer. Willi. Wenn er Prätesten soll, kann er doch zu viel. Natürlich habe ich Zeit für meinen Sohn. Geh doch zu viel, Mann. Du willst deine Brille kaufen, mein Sohn. Ich geh dir dabei helfen, damit du was Schönes findest. Ja, geh doch zu viel, Mann. Helmut, was meinst du, passt meinem Sohn für eine Brille? Eine Runde. Eine Kalakulucci-Brille. Wer ist Kalakulucci, Mann? Was? Ich kenn nur Kalakulunda. Ich kenn nur Versasa. Die rassende Reporterin. Was? Richtig! Auf dem Roller! Ja, Mann! Aber ich hab mich gefreut, jetzt meinen Sohn zu sehen! Das war Ziel geschafft, Abfahrt! Ich glaube, ich werde immer noch verwechselt. Ich glaube, wir gehen jetzt ins Stripclub! Ja, hört sich super an! Abfahrt! Schöne Fahrt! Der hört sich krank an! Helmut! Helmut, hör auf! Das geht nicht auf! Du sollst doch einmal rumdrehen, nicht zweimal. Ach du meine Güte. Aufpassen. Wir müssen einen Ausflug machen. Ja. Wollen wir auf dem Mount Chilidad? Nein, wir wollen kein Chili essen. Ich will kein Chili, da ist immer mein Magen so. Da krieg ich explosiv Durchfall. Pass doch auf! Wir wollten doch fragen, Hast du gesoffen oder was? Was gibt's denn? Manni ist immer noch nicht da. Ich wollte gerade fragen, ob Manfred da ist. Der ist immer noch nicht da. Der ist im Urlaub. Jenny? Ja. Hallo? Hi. Die kenn ich! Die war mal sehr lieb zu mir. Helmut, sie war nie lieb zu mir. Sie war immer böse zu mir. Was ist, Willi? Helmut, du sollst nicht den Beton küssen. Die Karre von denen ist schon so im Arsch. Ja, was machen sie denn? Ja, das nennt man Quitt. Du bist gerade in die Maybachs reingefahren. Was? Es ist doch noch nicht Mai. Was ist das? Das ist der Oktobach. Oktobach? Ich hab doch keinen Tintenfisch bestellt. Ist Manfred da? Nein, der hat Urlaub. Verdammt. Wie lange? Wir müssen fahren. Ja, wieder schauen und reinfahren. Manfred ist nicht da. Aber fahrt ja rückwärts weg von hier. Ja, was? Vorwärts, hab ich verstanden. Machen wir. Nochmal vorwärts weg.
Reinfahrt haben wir. Hast du gehört, Willi, vorwärts? Ja, warte, ich krieg das schon hin. Ich bin stolz auf dich. Gut gefahren, Willi. Danke. Ich will niemals von der Feuerwehr gerettet werden, wenn du im Dienst bist. Ja, ich auch nicht. Kartell hinten rein. Da sterbe ich ja noch auf dem Unfallweg. Oh, wie parkt denn der? Wollen wir die Polizei rufen? Ja. Ja, der versperrt den Hydranten. Der versperrt den Hydranten. Ja. Den Oberflurhydranten. Ich bin ein Feuerwehrmann im Herz. Willi. Helmut, ruf die Polizei. Ja, machen Sie versperren den Hydranten. Schönen guten Tag. Ich bin ja auch schon wieder weg. Ja, besser. Ich bin nämlich von der Feuerwehr. Ich hab ein kleines Problem. Was denn? Hast du dir in die Hose geschissen? Nein, mein Handybildschirm geht nicht mehr an. Dann ihr schmeiß Pech es gehabt. In den Kanal. Wer braucht schon ein Handy? Früher ging auch wie alles ohne Handy. Wie ich noch jung war, hatte ich auch keines. Ja. Warten Sie, bleiben Sie stehen. Ich muss Homeland rufen. Geh doch powernappen! Das gleiche Problem hatten wir doch gestern schon. Du musst doch nicht immer Homeland rufen, du Vogel. Helmut, geh schlafen. Das ist einfacher. Du musst doch nicht die gestressigte Polizei immer verständigen. Was will denn der jetzt? Der fährt uns so nah auf. Das ist ein Spinner. Der hat halt noch nie einen Rolls-Royce gesehen. Ja. Kommen wir um den Parkplatz? Dann geh ich kurz schlafen. Ja, geh mal kurz schlafen. Oh, warte mal. Sehen das meine Augen richtig? Was denn? Gisela! Hallo! Das ist Gisela! Wer ist Gisela? Du wolltest doch schlafen! Das ist Gisela! Das ist die Frau von meinem Sohn. Frau noch nicht. Ist die auch Polizistin? Nein. Hast du gewusst, dass Marc bei der Polizei ist? Ja. Der Marc? Ist gleich. Ich hab den bei der Polizei. Also Helmut und Hans-Jürgen, wir haben ihn gerade... Wir haben ihn gerade vorhin bei der Polizei gesehen. Im Polizeiauto? Das glaubst du gar nicht. Ja. Aha, interessant. Ist schon Fasching, oder? Weiß ich nicht. Halloween. Aber er sah wirklich gruselig aus. Ich war schon länger nicht mehr in Wien. Willi. Ja. Was ist in Wien? Hat dir dein Sohn nicht gesagt? Also. Guck mal hier. Was ist da? Ein Ring. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße. Du hattest schon einen Mann davor. Hä? Das musst du ihm erzählen, sonst wird er doch ganz böse. Irgendwie hat Gott mein Handy hat gerade geklingelt. War mir eh klar, dass der Marc dir nichts gesagt hat. Der meldet sich eh nie. Ja, der hat mich nicht erkannt gerade. Das war's ja. Nein. Ja. Das war doch Kamul Capucci. Wo ist denn Helmut? Ich muss schnell zur Feuerwehrwache, hat geklingelt. Der muss doch sein Handy-Akku wechseln. Helmut! Seid ihr Zwillinge? Nein! Also, was soll denn so eine Anschuldigung? Ich glaub, es war... Ihr habt dasselbe Hemd und dieselbe Frisur, deswegen dachte ich vorher... Das ist doch nicht dieselbe Frisur! Ja, von dem Kollegen, der verschwunden ist. Helmut! Wo ist denn der Dritte von euch? Helmut! Der macht sein Handy neu! Warum das denn? Weil es kaputt ist. Warum machen Sie ein Handy neu? Heißt Willi, ich hab deine Nummer gar nicht. Ich mach kein Handy neu, ich kaufe ein neues. Mein Enkel und halt Marc, die haben nie Zeit für mich. Kannst du mir zeigen, wie man ein Handy bedient? Du weißt nicht, wie man ein Handy benutzt. Nein. Ich hab dir das doch gezeigt, eben. Du hast mir das nicht gezeigt, Jürgen. Natürlich. Wann denn? Waren wir in eigentlich der Feuerwehrstation. Hast du überhaupt schon ein Handy, Willi? Ich hab eins, das hat gerade geklingelt, dass alle von der Feuerwehr in Dienst müssen. Ah, okay. Weißt du deine Nummer? Meine Nummer?
Meine Schuhgröße ist 42. Meine Telefonnummer. Deine Telefonnummer. 01379-36-5000. Was redest du? Ist dieser Anruf? Nein. Ah, nee. Sorry, das war die vom Radiosender. Tut mir leid. Meine, wie schaue ich denn das? Ich habe ein Telefon. Ja, F2-Muskel. Was? Du musst das Handy aus der Tasche holen. Ich weiß kein Muskel. Er hat nicht mehr so viel Muskel. Ja, gut. Für dich reicht's. Wo ist Helmut? Weiß ich nicht. Ich hab doch auch schon nachgefragt. Ach du Scheiße, mach die Musik aus. Nein, war Marc, das war Marc. Das war... Da, mit so einem Auto ist er herumgefahren, Marc. Ja, der meldet... kannst du deinen Sohn mal zusammenscheißen? Weil er meldet sich bei mir der, auch nie. Der hat mich dann nicht mal erkannt. Dann das doch überall. Er hat mich nicht mal erkannt. Sonst kannst du... Hast du ein Blatt Papier? Kannst du sonst meine Nummer aufschreiben? Blatt Papier. Alte Menschen haben doch immer irgendwo eine Notiz mit. Warte mal, ich schau mal im Holzreuz. Das ist ein Vorort. Helmut! Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Helmut! Ich bin Jürgen, du! Was? Was ist los? Ja! Was hier? So. Also. Musst du dir nachher dann einspeichern, gell? Was? Das? Wenn ich doch auf den Zettel schreibe, ist es doch schon gespeichert. Okay, 800? Ja. 69? Geil. 69? Geiler. 9. 69, 9. Radio. Ja, Mann. Helmut. Oh, guck mal. Ja. Wir sind uns einen Schritt weiter gekommen. Wie? Ich hab jetzt von der Verlobten von meinem Sohn die Nummer. Ja, geil. Ich war vorher bei ihm zu Hause. Ich wollte ihn besuchen gehen, aber da hat niemand aufgemacht. Ach so, ja, der ist nie zu Hause. Ich bin immer allein. Das ist... Ja, wir fahren bei dieser Psychiatrie da. Wo eine Schule nebendran ist, pfui Teufel. Da ist er doch. Das ist doch Marc. Oh, was macht der denn so ein Krach? Marc! Hallo! Okay. Helmut, sag, schau, das ist er doch, oder? Ich dachte, der... Ich seh's nicht, das ist so weit weg. Der hat Boah, gesagt, das ist Frau Colucci. Helmut! Ja? Oh, das ist mein Sohn. Oh. Isela, komm mit! Ich bin verwirrt. Ja, weiß ich doch. Isela, komm mit! Ja! Das ist doch Gaga Colucci! Nein! Gisela, komm doch mit! Ja, die haben wir, glaube ich, nie ausgetauscht. Komm mit zu Marc! Also. Ich war ja getrennt mit seinem Sohn eine Zeit lang. Sie ist getrennt, ja dann! Achso, sie ist getrennt! Kompliziert. Nein, nicht mehr! Lauf! Ja, da ist er doch! Der will wegfahren! Marc! Hey! Marc, da drüben steht deine Verlobte! Du sollst dich mal um deine Verlobte kümmern, Marc. Die steht da drüben. Herrgott im Himmel. Muss leider weiter. Da ist deine Verlobte. Hey, kümmere dich mal um die und schau, dass du mal zu Hause die Nudeln nicht vergisst, du blödes Stück. Das war gut. Hat er die Nudeln nicht immer bei sich? Nein. Der fährt auf meinen Mercedes drauf. Das ist ein Rolls-Royce. Stimmt. Nein, das ist ein Bugatti. Komm, Willi. Wir müssen fahren! Nee, aber mir Marc hat mich schon wieder nicht erkannt. Dass, wenn wir die wieder sehen, euch bescheiden soll, weil die halt irgendwen doch nicht irgendwie. Warte doch, du Vogel! Wo fahren wir? Na, hören Sie mal! Was will der denn schon wieder? Was schiebt der denn so Stress? Helmut, was hast du denn gemacht? Nix. Pass doch auf, du! Wo fahren wir jetzt mal einen Ausflug? Ja, komm. Wohin denn? Wir gehen angeln. Was? Das ist... Das ist doch lebensgefährlich. Lass uns spazieren gehen. Ja, okay.
Wo willst du denn hinspazieren? Habt ihr Motorräder? Nein. Nein. Ich habe auch keinen Führerschein. Ich auch nicht. Natürlich hast du einen Führerschein, sonst wirst du jetzt kein Auto fahren. Ja, aber kein Motorrad. Als auf den Führerschein. Wollen wir auf den Jahrmarkt? Ja! Was war das denn? Fahr da weg, haben wir, Vogel. Haben wir eigentlich schon gefragt, wo Manfred ist? Nein. Wir sollten mal fragen, ob Manfred da ist. Ja, hier, komm. Wir nachdem wir auf den Jahrmarkt. Nein, du musst jetzt zu McDonald's fahren und da fragen, wann der da ist. Nein, der ist bei der Pizzeria. Ich dachte bei McDonald's. Nein. Wollen wir ins hier rein, hier rein. Ja, da rein. Helmut! Nein. Ja. Der Jahrmarkt ist doch links. Du hast den rechts. Spazieren gehen? Ach du Scheiße. Was machst du denn, du Vogel? Helmut! Lass die Karre heile. Wir sind jetzt sowieso da. Scheiß drauf! Huber! Hubert! Da ist ein Kanister drinne. Hat er aufgelassen? Ja. Ist ja... Hubert! Der hat aufgelassen! Hubert! Da sitzt Hubert. Doch jemand drin, ihr Vollidioten! Da sitzt das eine ist... Frau drin! Helmut! Ich glaube, da drin die Frau ist bewusstlos. Wir müssen die retten. Ach du Scheiße! Ruf mal die Feuerwehr! Ich mach schon. Verdammt, ich muss zu meiner Dienststelle. Das habe ich vergessen. Helmut, Jürgen, ja. Steigt ein. Wir müssen zur Feuerwehr. Hi, hi, Captain. Könnt ihr Praktikum da machen? Weiß ich nicht. Volle Kanne. Volle Kanne, ich muss jetzt schneller fahren. Anschnallen. Das Ding hat kein Anschnallgurt. Scheiß drauf, ich fahr jetzt wie in der Feuerwehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann hoffe ich mal, dass es bei mir niemals brennt. Timer, mach es dein Holzholz an. Helmut, wie schnell bist du mit dem bis jetzt gefahren? 93! Das... Achtung! Aufpassen! Achtung, hier kommen die Rentner! Die flotten Wir Rentner! Sind schon da! Die flotten Rentner! Es ist ja niemand... Es ist ja niemand da! Warte mal, ich muss mein Funkgerät schnell holen und frag mal, was los ist. Mach mal, wir warten. Welchen Funk ist das? Schnell 8? Hallo? Die Feuerwehrleute, du Vogel. Tauch ein Wasser. Es kam gerade vorhin eine Meldung, dass dringend Unterstützung gebraucht wird. Und der richtige Funk? Hallo? Hi Willi, ja, so ist richtig. Ja, wo denn? Und was denn? Willi. Der telefoniert doch gerade. Nein. Ja, mach ich. Helmut, Jürgen, wir müssen eine Ambulanz besetzen. Die sind beide bei euch, die Bewusstlosen, die jetzt noch offen sind. Die andere hat JJ, die ist Mission Go. Achso, okay. Sonst haben wir noch ein offenes Feuer. Soweit ich weiß, ja. Ja, dann. Wir müssen Feuer löschen. Ja, wo soll dann ich hol mal jetzt raus, hin? Den Feuerlöscher! Was ist das Steve, denn? Wo soll ich denn hin? Ah, meine Eltern eigentlich. Wieso hat man denn hier solche Kopfschmerzen? Ich hab keine Kopfschmerzen. Ich schon! Was ein...
Komm, wir fahren. Hallo! Warte! Warte, ich komm ja schon. Ja. Wo gehst du denn hin? Komm da raus! Hey, Mut, du Vogel! Ja. Warte, ich hol mein Auto, ihr könnt mitfahren. Super! Ich seh dich auch nicht. Achso, okay. Bisschen rechts von dir bin ich. Uiuiui! Verdammt! Warte mal, Helmut! Soll man die denn finden? Sind bei mir, die beiden. Warte mal! Was ist falsch? Was macht Willi da? Was? Abfahrt! Ich seh dich nicht. Willi, was machst du da? Ja, ich muss doch in Dienst gehen. Aber wie geil was ist sind das die anderen denn? Beiden Individuen? Das sind meine Freunde. Wo muss ich denn hin? Warte mal, da hinten ist er. Das Franz. Hey. Hey. Hallöchen. Das Franz. Willi, wen hast du denn da an Bord? Das ist Jürgen und Helmut. Helmut. Ja. Das sind meine Freunde. Ich stand am Hauptplatz und dann kam so, dass wir in Dienst müssen. Und keiner sagt, was ich zu tun habe. Jetzt habe ich sie mitgenommen. Ich bin auch gerade erst rein, Willi. Ich muss jetzt auch ein bisschen mal einen Überblick gewinnen. Ja. Aber dass die jetzt, weiß ich nicht, wo du hinfährst, aber von mir aus okay, aber dann sollen die sich irgendwo an den Rand stellen, ne? Wir passen auf, alles gut. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Ich weiß es auch nicht. Es war nur das letzte war zwei Bewusstlose, die schon abgearbeitet worden sind und ein Feuer. Aber keiner sagt was zu tun. Es kam nur so eine Notfallmeldung, die habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist unser neuer, unser... Pieper. Den hast du doch... Den Pager hast du gekriegt. Genau, den hast du am Mann. Ja, den hat der... Wie cool ist das denn? Genau. Frag mal bitte im Funk. Ich weiß gerade nicht, wer macht. Ich weiß nicht, wo Jack ist, ob der im Funk ist. Der ist da, aber der antwortet nicht. Okay, dann frag bitte Mark, weil den habe ich gerade gehört. Und das ist der Lieutenant, der ist der Höchste gerade. Mark! Wieso ist denn dein Sohn bei der Feuerwehr und bei der Polizei? Gibt's jetzt noch was zu tun? Wir haben noch einen offenen Brand. Wo denn? Moment. Er hat gerade Brand gesagt, das war sicher Manfred. Manfred Brand? Ja! Der brennt bestimmt wieder. Ich sehe das Feuer nicht. Helmut, siehst Markus du das? Markus gerade. Wenn du mal den Dispatches guckst, dem Handy. Was heißt? Der Dispatch mit der Telefonnummer 86080. Jürgen? Da wird der Brand sein. Ja, 10-4, ich fahr dort mal hin. Abfahrt! Danke. Hans! Hans, willst du mitfahren? Nee, fahr mal los, ich muss jetzt erstmal Überblick, mach mal. Halt! Ja. Alles gut. Helmut, anschnallen! So, der Pipi dann auch den Eltern. Geil! Brauchen wir noch irgendwas? Scheiße! Scheiße! Aber sie ist beruhigt, Franz. Wie hört sich denn die Sirene an? Ist okay, ich bin gerade rein. Scheiße, das hört sich ja kacke an. Hat das Ding ausgelöst gehabt? Die hat gesagt, oder? Peter. Ja, wir hatten zwei Meine Stöpsel hier und die Hörgeräte runterdrehen, das hört sich ja ekelhaft an. Schon angenehm. Wieso ist das denn so laut, Willi? Das ist eine Sirene, damit solche Taubenvögel wie du auch was hören. Ach, deswegen bist du so taub. Braucht ihr noch eine Ambulance oben, weil ja noch das so laut ist. Nochmal. Aus dem Weg! Ich würde sagen, ja. Ich dachte gleich. Mein Enkel arbeitet auch ab. Klapperburg bei der Feuerwehr. Freunde. Feuerwehreinsatz mit die Rentner. Aber ich hab seinen Namen vergessen. Dead. Zicke, Zacke, Zicke, Zacke.
Nicht mehr als Feuerwehrmann, ich hab nie Urlaub. So was nennt man doch Bereitschaft. Ja. Was heißt freiwillige Feuerwehr? Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber Franz hat's mir gerade erlaubt. Zum Einsatz. Schrauber, Peter. Ja, aber wo? Ich bin hier auch mit Hubschrauber. Hier ist auch Platz zum Landen. Ui, wir müssen wen zum Lachen bringen. Jürgen, das schaffen wir. Ja. Keiner trifft. Das war kein Drift, ich hab gewendet. Ach so. Ja, Mann. Da ist doch nichts. Hä? Die haben uns verarscht. Park an der Stelle ist kein Brand. Hä? Nein, ich bin jetzt zu den Koordinaten gefahren am Ost Highway. West Highway! Was du wirklich gesagt hast, das ist mitten auf dem Highway, glaube ich. Ich bin dort gerade, da ist nichts. Rüber was zum, ist denn mit dem los? Das ist Höhe vom Geisterhaus. Guck mal rüber da zum Geisterhaus. Ah, da! Letzter Dispatch ist für dich, Willi. Da war das Feuer. Alter, das ist ja wohl ganz woanders. Eine andere Dispatch, was anderes zu hören. Guck mal, Helmut, neues ich Feuer. Hab Pommes dabei! Was hast du dabei? Pommes! Dann können wir den anderen zumachen. Yep. Und neues Feuer! District 2 zu Bogenglättung zum Supreme Court. Es brennt schon wieder woanders. Beim Friseur! Wer zündet denn so viele Sachen an? Helmut! Ja? Warum hast du denn den Friseur? Warum fährt der Energie? Der Rescue ist, Airborne. Das ist ein Geisterfahrer! Driften! Ja, Mann! Ich glaube, es hat gerade Helmut die Wagensäure rausgedrückt. Helmut kotzt nicht in den Boden. Nicht ins Feuerwehrauto kotzen. Du Ferkel, du. Es brennt. Da ist die Gruppe 6. Ihr stellt euch an den Straßenrand. Natürlich! Komm, Helmut, ihr müsst Fotos machen! Wunderschön! Hallöchen, Popöchen! Informativ kurz, wahrscheinlich sind noch irgendwelche Propangasflaschen drüben, wir haben vorhin einen Knall gehört. Okay, ja. Sie haben auch einen Knall! Willi! Ambulance 110 76 des Oceans mit einer Person nach Taser, Kategorie Gelb, Code Grey. Bin jetzt über der Todeskurve, wo seid ihr? Bootsanleger. Bootsanleger? Direkt Bootsanleger. Die beiden schon aus dem Wasser geholt. FD für Armeer. Ja. Wir haben gerade einen Dispatch bekommen, mehrfach angespannt oben an der Panikotankstelle. Speziell ausgelassen gerade. Haben nichts bekommen. Bisschen knapp für den Blackhawk.
Alter, ich sprühe mit meinem Wasser und mein Wasser mit mir. Ich glaube, ich muss das Wasser direkt löschen. Dann komme ich da irgendwie rauf auf die... Ah, das war das, wo man hinten rauf gehen hat müssen. Ambulance 1097 Oceans. Helmut! Chat, wie gefällt euch das Stream bis jetzt? Schreibt's mal rein. Ist mal was komplett anderes, ne? Aber sagt mal Bescheid, wie es euch gefällt bis dato. Jetzt really darauf. Verdammte Scheiße! Oh, da ist schon ran. Warte, ich hoffe, das sprengt jetzt nicht so. Ja. Jetzt muss ich da das... Das LFD hätte $400 gut geschrieben. Danke für meinen... Nee, jetzt ist mein Feuerlöscher aus, oder wie? Verdammt. Zur Information, aktuell ist wohl auch noch ein Juve. District 2 von AMS7? Ja. Sag mal, hast du den Mike Henmarsch entlassen? Nein. Geil, der ist nicht auf Part 10, hat trotzdem Dispatch geschickt. Geil! Nein. Zweifel, wenn du den nicht findest oder nicht anrufen kannst. Ich fahr jetzt die scheiß Engine da vorne hin. Ah! Ja, am Docken in der Scheiße. Ich hoffe, dass mir der Schlauch... Ich glaube, ich war zu weit weg, damit er nicht reißt. Ich hoffe, der reißt mir jetzt diesmal nicht. Schlauch reißen, Alter, ist immer Katastrofski. Darf ich nicht mal raufspringen irgendwo? Na, hör mal! Helmut! Was ist, wenn ich... Ah! Warte mal, Plan B. Ja. Ambulance von Informativ, ich habe die Partypapiere, liegt jetzt auf 2-0. Geil! Schau mal hier, ja. So mache ich das. Die hat erstmal dem PD eine Absage erteilt. Warte, nee. Seid ihr noch quasi da oben, da ist eine Person mit Nervenschusswunden. Ja, ich weiß aber, wie sieht das erstmal hier, oder? Die beiden Wasserleichen, wollte ich gerade sagen, die Wasseropfer wegkriegen. Ja, ja. Wann wäre jetzt wieder zum Pfeifen, könnte nach Benito fahren. Dann Abmarsch. Wunderbar. Jawohl. Das wird so nix. Hab ich da im Kofferraum Feuerlöscher? Habt ihr die Bewusstlosen schon aus dem Wasser raus? Kriegen ihr, ja. Positiv, sind auch schon wieder bei Bewusstsein. Mach immer! Ich nehme mal für euch das Beispiel. Helmut! Ja, Helmut! Ah. Sohnemann! Helmut, ich muss da hoch. Ja, ich hab das Feuer. FD meldet Feuer gelöscht. Ah, ich hab's gelöscht. Ich hab's gelöscht. Lösch, Willi. Feuer ist gelöscht. 10 vor, alles klar. Soll ich zum Juve? Da brauchst du einen Krankenwagen, Willi. Halt mal bitte auf der Engine, damit wir eine Engine haben.
10-4. Scheiße. Ambulance One responding, bewusstlose Person, Palito. Jürgen, was machst du denn? Nee, nicht bewusstlos, ist noch frei bewusstlos. Du sollst nicht in den Karton scheißen. Ambulance One responding, ach, nicht bewusstlose Person, Palito. Ich bin schon fertig. Warte. Hast du gut gemacht, Willi. Ja, danke. Warte, ich muss jetzt noch mal hier. Scheiß. Das ist ja wohl scheiße. Bleibst du jetzt im Dienst? Ja, auf Backup. Ich fahr jetzt einfach mit dem Dingwagen herum. Liebes LAPD, bitte. Warte mal. Hat irgendwie mehr Marshals da als LAPD oder wie? Wer fährt denn da unten schon wieder rein in die Kacke? Wo sind die Stadtwerke eigentlich? Stadtwerke. Reparatur. Hä? Das ist das Einzige, was der Willi gelernt hat, sonst weiß er nichts. Ihr seid die Geheimwaffe des LAFD, ja, ihr seid wirklich so. Helmut! Mir ist ja klar, dass heute wieder die Stadt brennt. So, lassen wir mal da. Ich glaube, das war zu viel. Willi, was mit dir los? Helmut? Hast du gehört, Willi? Ja, Willi, mein Besser. Ja. Wenn man kein Beton benutzt, ist es Verkehrsbehinderung. Haben sich geglättet. Du kannst gerne wieder mit deinen Jungs einen drauf machen fahren. Ja, danke schön, Franz. Dann fahre ich zurück. Jawohl. Heimfahrt! Ich kann euch helfen. Boah, ich danke dir, Willi. Geh mir nach Hause, Willi. Ja, warte, ich muss noch auf die Stadtwerke kurz warten. Was gibt's denn? Ja, wir müssen... Willi, machen wir jetzt unseren Ausflug? Wir machen jetzt unseren Ausflug. Ja. Gehen wir wandern. Hallo. Wussten Sie, wenn man ein Kondom benutzt, ist das Verkehrsbehinderung. Oh, du Komm bist doch ein Vollidiot, Jürgen. Jürgen? Es ist doch so. Ich hab das willst du mitfahren getauscht? Mit dem Herrn? Ach du Scheiße, wer will denn so blaulicht, wenn man so eins haben kann? Mhm. Lasst jetzt die armen Einsatzkräfte in und die machen nur einen Job wie ich. Tschüss. Ich bedanke mich, dass es sie gibt. Weil arme Leute. Es ist mir absolut Rille. Das sind Kälteanlagen. Das war scheißegal. Perfekt, danke fürs Kommen. Ja, kein Problem. Wir können kommt gleich noch Stadtwerke? Ja, ich hab dich schon gerufen. Okay, dann warte ich noch kurz. Ja, wir können wir aber die Absperrung Ruhe, können wir mal wegmachen und die Straße wieder freigeben. Ich fahr mal zu. Leute, ich trag den Karton für dich. Warte, ich fahr mal zur Seite. Helmut. Helmut, du sollst doch nicht immer Erdkunde machen. Das war jetzt gerade nur Notfall. Rescue 1076 Oceans. Aber ich feier den Stream mal nicht bis mit Was? Die Stadtwerke! Hallo! Stadtwerke! Was ist denn das für eine Knutschkugel? Stadtwerke! Muss parken. Stadtwerke! Was ist denn das für eine Knutschkugel? Ich bin da, um sie zu bezahlen. Da oben am Dach hat das Kältegerät. Hat's explodiert, das müssen sie tauschen.
Okay, ist das der Dispatch, wo gerade geschrieben ja, wurde? Ja, genau, der. Okay, Kollege ist auf dem Weg her. Kümmert sich dann drum. Da kommen Sie aber mit dem Ding nicht weit! Sie sind gerade erst bezahlt worden. Ach, okay. Ja, dann müssen wir das ja nicht noch machen. Das ist... Nee. Dann nehmen Sie das hier und dann macht sie das. Schön. Ich komme in Feierabend. Ich nehme das mal als Nein. Da oben am Dach, gesichert ist alles, Sie können das machen. Wie heißen Sie? Ja. Bitte? Schönen Abend. Sie? Alles klar. Ja, Jonathan. Ich stehe auch auf der LKW. Ich stelle dir die Kiste aufs Auto. Helmut. Ich weiß ja nicht, was du aber bitte. Jürgen. Ich bin Jürgen, du Vollkoffer. Er hat Helmut gesagt, du Vollkoffer. Du bist ein Humpel. Du kennst mich. Die Klappe, du alter Sack. Halt du die Klappe. Jetzt steigt ins Auto ein und halt eure Schnauze. Jetzt muss ich neben dem sitzen. Wieso sitzt du? Wolltest doch vorne sitzen. Ja, egal. Das heißt, du musst jetzt neben mir sitzen. Billy, gehen wir wandern. Ja! In die Berge. Ach so. Frage an das Amerika. Kann ich eine Abholung da haben? Lass uns mal die Wässerschlüssel kaufen. Für Autos. Kaufen oder klauen? Ich klau doch nichts, ich kaufe Universalschlüssel. Habt ihr schon mal LKW voll mit Bier geklaut? Ja, hab ich. Und ich hab ihn vor der Polizei verraten. Und er muss Knast. Was ist denn mit dir los? Wieso machst du das denn? Das war Marvin, herzlichen Dank für 25 Euro, mein Bester. Der LKW war auf. Der LKW war auf. Hör auf zu lügen, Jürgen. Natürlich, Nobody, sehr was für Schott, wie du da ist, wie sehr was Nobody, mein Bester. Und weil Bier drin war, hab ich ihn mitgenommen. Nur weil ich kann Bier kurz drin war, oder noch eine Puppe in deinem Alter. Was? Eine Puppe in deinem Alter. Chat, schaffen wir heute Road zu 20 Likes für den ganzen Stream. Eine Spielzeugpuppe. Wo sieht man überhaupt gerade? Wie die seinen Sohn herstellt. Mark, wo ist Mark? Nee. Das stellt doch Katzenspielzeuge her, du Vogel! Der spielt doch auch Der stellt doch nicht Spielzeuge für Vögel her, sondern für Hunde! Ich dachte für Katze! Tim, nein! Bitte auch mal mit ein? Ist Mark eine Katzenmama? Lass das mal frei. Jo, mach dir. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienst, alles Gute! Willi! Bocke, Scheiß! Wenn doch, kann ich mich auf euch verlassen. Ja, auf jeden Fall. Gleich 12 Likes. Okay, Road to 15. Road to 15, das schaffen wir heute. Jetzt muss ich mich wieder umziehen. Schon wieder rennt. Boah, das ist schon wieder rennt. Tipp, wir müssen jetzt noch einmal fragen, wo Manfred ist. Ganz wichtig. Nein! Und mal fragen, wo Manfred ist. Das ist immer das Wichtigste. Oh, das ist das geilste Laufen, was ich je gesehen habe. Schon wieder rennt. Oh nein. Aber wieso läuft er nur drin so? Hä? Jürgen! Helmut, wir fahren. Ja, wir fahren. Ich fahre. Du, Helmut fährt. Okay, Helmut fährt. Tschüss. Ja, tschüss. Getreide, Getreide. Du musst das Auto aufsperren. Ja. Helmut, die Karre. Mach vorsichtig. Helmut, musst das Auto aufsperren. Ja, ist offen. Ist offen. Mach Helmut, die Karre auf. Helmut, du sollst aufpassen beim Fahren. Die Laterne, du Vollidiot! wir müssen fragen, ob Manfred da ist. Das haben wir heute noch nicht gemacht. Ja, fahr zu McDonald's. Da ist er zur ja angestellt. Zur Pizzeria! Ich da.
zum Italiener. Wir sind nicht in Italien. Wir sind in Belgien. In Nein, Belgien? Aber ich dachte, dort spricht man Spanisch. Warum ist hier die Sprache Englisch? Wir reden doch Türkisch. Was? Türkisch. Wie, warum? Weiß ich doch auch nicht. Frag doch hier. Hier, wie heißt der denn? Ronny Ram. Wir müssen fragen, ob man beim Manfred. Ich muss doch kurz tanken gehen. Scheiß auf tanken. Wer tankt denn heutzutage noch? Wir fragen bei der Pizzeria, ob sie für uns ihr altes Fett haben. Der Motor schluckt sowieso alles. Warte. Ja, das stimmt wohl. Hey Wut, du kannst doch einfach reinschiffen. Wenn so. der eh alles schluckt. Achtung. Helmut, aber nicht daneben spritzen. Mach ich doch immer. Deswegen hast du keine Kinder. Ich hab einen Enkel. Aber keine. Nimm aber früher deine blauen Tabletten. Sonst funktioniert das doch nicht bei dir. Willi, ich hab immer Hörner auf dem Kopf, wenn ich arbeite. Warum denn? Ist das. Weil er unten keins hat. Ja. Ach, ma! Was? Ich anschlafe an der Zapfsäule. Jürgen, siehst du doch nicht da? Was? Mein Gott! Hörst du die Polizei schon wieder? Die wollen dich doch schon wieder einpacken. Hast schon wieder ein Laster mit Bier geklaut. Komm mal zum Kleidungsladen, ich muss mich umziehen. Warum? Weil wir aussehen wie Zwillinge. Wir sind doch Zwillinge, Jürgen. Sind wir gar nicht. Doch, das sind wir. Nein. Pass auf, du Vogel. Wir müssen noch hier. Wir müssen fragen, ob Manfred da ist. Ja, Mann. Abfahrt. Na, Hottie, super. Ich will nicht wieder gefahren werden. Ja, ich hatte bis Angst. Hallo! Was Hallo. Ist das für eine interessante Gang? Wo ist denn Manfred? Da ist auch Wo ist denn Manfred? Er hat immer noch Urlaub. Er hat mich erkannt, oh mein Gott. Hallo. Wisst ihr, ob Manfred da ist? Manfred ist nicht da, hallo. Manfred ist immer noch im Urlaub. Alter, bitte hinten anstellen für die Autogramme. Doch, immer, wo ist denn Manfred? Wer redet denn mit dir? Das ist laut, das ist so Wahnsinn. Aufpassen. Ich weiß keine Autogramme. Warum ist, wo ist denn Manfred? Manfred ist immer noch im Urlaub. Warum ist der im Urlaub? Der ist doch schon in Rente. Sind sie Zwillinge mit dem anderen, oder? Opachen, ich glaube Manfred. Machst du weg hier, oder wie? Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, Toni. Dann gehen wir heute, ne? Zu viele Leute. Manfred arbeitet, aber ich weiß nicht. Ich glaube, sie mal weg von da, ne? Sie ist. Nein, Mann. Nein, hallo. Ich bin da, das hat mir gesagt. Ich hab obenrum nichts an. Ich hab obenrum, was dann musst du das jetzt heißen? Das ist gerade Don Toro. Ich ziehe mit lieben Gruß aus. Wer ist Helena? Helena, ich will hier weg. Ich versuch gerade rauszufinden, wo man ist. Die Helena Fischer, oder was? Manfred sitzt im Rollstuhl. Okay, das ist Manfred. Das ist Manfred, ja. Frisch umoperiert. Stimmt, ja. Hallo. Der hat doch schon graue Haare. Ganz echt, kommst du mit uns? Und diese Pizza kann nicht verbrennen, wird der Anzahler mit dabei. Bitte nimm mich hier weg. Servus. Ja, Wahnsinn. Mein Mann, hallo! Nee, der ist alle. Lass sie mich fahren! Ich hab schon Sie bleibt hier, sie hat schon genug das erste erlitten. Was ist unser Freund Manfred? Ja, ja, schon gekommen, danke. Elena, Manfred braucht ein bisschen Ablenkung. Und ich meine, die alten Herren kennen sich ja mit Rollspielen aus. Ich bin nicht Manfred. Was ist denn jetzt? Ist das jetzt nicht Helmut? Nein, ja, ich bin doch nicht Helmut. Das ist Manfred. Das ist Manfred, oder? Das ist Manni, der Manfred.
Das ist Larissa und ich würde sie gerne wieder mitnehmen. Sie sind doch nicht im Haus. Das ist ein rasierter Mann. Ja, ich bin Helmut, wo fährst du denn hin? Nein, einfach von dem Opa gekidnappt worden. Ich will sie führen, die Hand. Das ist auch so ein Trottel, da kommt der nächste Trottel. Was ist das Ding gegen die Einbahn? Helmut, sind ja bescheuert, der Manfred hat Urlaub. Ganz komisch. Die krachen da drauf. Doch, du. Helmut, wir müssen fahren. Hast du gefragt, ob Manfred da ist? Nein, hab ich nicht. Helmut, wir müssen umdrehen. Wir müssen fragen, ob Manfred da ist. Ist hier Manfred? Das ist Manfred. Nein, das war nicht. Wir müssen zur Pizzeria. Helmut, fahr zur Schnitzeria. Wir können Schnitzel essen. Links, links. Links. Na was? Hallo, ja, nimmst du mal am besten zur Seite. Entschuldigung, ich wollte fragen, ob Manfred da ist. Ich tu sie an. Manfred ist immer noch nicht da. Was heißt immer noch? Ich hab doch noch gar nicht gefragt. Oh Gott, sie haben schon 5 Mal gefragt. Nein, ich bin das erste Mal hier. Dann sie bewirte zu. Sie waren heute schon zum 5. Mal hier. Aber würde ich sie bitten, dass sie heute möchtest du raus? Weil sie waren jetzt zum 5. Mal hier. Ich war erst einmal hier. Manfred Brandt ist nicht da. Sag mal hier, bonjour, du! Nein! Ist Lilly da? Wie der Nein, Lilly ist auch nicht da und der Jason McWace. Verdammt, das sind alles Freunde von mir. Wer ist Jason McWace? Jason! Jürgen! Wer ist Jason? Das ist ein Freund von mir. Und Manfred! Beide, die sind alle drei nicht da. Schau, die Herren haben noch immer Hausverbot. Ja, ich bin doch nicht im Haus! Ich hab kein Hausverbot. Ich meine es sehr. Ich lösche den Laden 2 Mal am Tag, verdammte Scheiße. Ich meine noch immer es sehr. Ich bin doch nicht im Haus. Verstehen Sie das nicht, oder was? Wie so ein Hausverbot aufgebaut ist. Ja, wir sind aber nicht drin. Wir sind draußen. Wo krieg ich ein Autogramm? Und wo ist Manfred? Ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Bitte ein Autogramm. Lilly und Manfred. Wie gesagt, also Manfred. Und Lilly. Ja, die sind nicht da. Kommen die noch? Im Haus drin. Ich will mit Manfred sprechen. Der ist im Urlaub, glaube ich. Und du siehst aus. Na gut. Ja, dann einen schönen Abend. Dank. Geht doch auch einfach. Helmut, wir müssen fahren. Oh Gott. Ach, auf die Karte. Geht doch. 13. Abend noch. Oh Gott, ey. Tüdelü, bonjour, nu! Die scheiß Arrivederci, tut mir leid! Ach du Heilige! So, wir haben nach Manfred gefragt, der ist nicht da. So, jetzt müssen wir unseren Ausflug machen. Wir verpissen dich! Fahren wir mit dem Auto, Helmut? Was? Wohin denn? In die Berge! Er heißt Bergi! Warten Sie ganz kurz, muss kurz was. Warten Sie. Gib doch Gas, du Vollkoffer! Helmut, du sollst deine Tabletten nicht am Steuer zählen! Jetzt ist er eingeschlafen! So, viel Helmut, besser. Pack doch dein Kartoffelscheiß! Halt die Klappe jetzt! Was soll denn das, du Vogel? Ich geb dir gleich meine Vogel. Was machst du? Willi, mach mal Musik an für unser Rentner. Der kann doch keine Musik hören, hat der doch gerade schon. Warme Füße! Helmut, gleich platzt mir die Krawatte. Gleich platzt mir was anderes, sondern mein Magen. Dann stinkt's hier drinnen. Dann hau ich dich eigenhändig aus diesem Scheißauto. Warum? Was hörst du denn so? Kannst du dich einmal... Ich platz mir hier der Kragen. Kannst du dich einmal gerade halten? Der hat gesoffen wie ein Schlot. Was denkst du denn? Ja. Er hat ja auch einen Laster mit Bier gekaut.
Nein, das war Jürgen. Geklaut hab ich ihn. Hat ihn nur ausgesoffen. Jürgen, du hast gesagt, du hast ihn nicht geklaut. Hab ich auch nicht. Ich hab ihn gefunden. Nein, du hast gerade eben gesagt, du hast ihn geklaut. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Warum ist der LKW so schnell? Der ist so schnell. Er bringt den ganzen Fusel. Hey, Mut. Ja? Du hast doch einen Enkel, oder? Ja. Spielt ja auch dieses Fortnite. Was für ein Fortnite? Dieses komische Ballerspiel. Ich bin immer nach der Arbeit fortgegangen in der Night. Da gab's dann immer die Nightline. Bin ich nach Hause gefahren. Das war so ein Pferd mit einem Anhänger hinten. Habe ich mich in mein Stroh hinten reingelegt. Das war noch Zeit. Die Nightline ist bei mir weiß. Und ich muss sie mit Karten zurechtschieben. Du bist, deswegen siehst du so scheiße aus. Danke. Jürgen. Ja. Habe ich dir schon erzählt, was ich beruflich gemacht habe? Du bist doch Polizist! Helmut, hör zu! Du hast gerade ein Kaninchen überfahren, du Idiot! Nein! Das hat seine Mutter vermisst, das hättest bestimmt, du Vogel! Alter, ich war mal Mechaniker! Ach du Scheiße! Ich bin gerade Mechaniker! Weißt du, wer mein Lehrmeister war? Wer? Der Herr Horch! Ja! Horch! Horch hat er geheißen. Kenn ich nicht. Der hat damals von seiner Frau die 4 Eheringe geklaut und hat dann ein Auto daraus gebaut. Ja. Wie kann man denn aus 4 Eheringen ein Auto bauen? Das hat er vorne aufs Grill raufgetan, der Idiot. Horch hat er hingehen. Das war mein Lehrmeister. Wir gehen spazieren jetzt. Ja, wo? Ja, am Berg! Da guck mal, da stehen doch welche. Die können wir ja nach dem Wanderweg fragen. Hey! Hallo? Oh Gott. Hallo! Sorry. Wo kann man denn hier wandern gehen? Wo kann man wandern? Ja, wandern. Hey, Seniorenausflug. Ja, genau. Nein, Rentnertreff. Was? Wir sind alle noch voll im Berufsleben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie sehen ja auch alle noch fit aus. Natürlich. Wo kann man hier wandern? Auf jeden Fall kann man auf der anderen Seite drüben schön wandern gehen. Oder wenn sie ein bisschen tiefer in den Wald wollen, dort hinten ist es richtig. Helmut, ich wusste schon immer, du bist von der anderen Seite. Was? Tiefer ist doch immer besser. Nein, Helmut, der hat gesagt, auf der anderen Seite vom Ufer kann man gut wandern. Ja, oder einfach da vorne lang fahren. Die Straße hier. Wir können auch rüberschwimmen. Helmut, ich wusste, du bist schon immer von der anderen Ufer. Viel Spaß. Ist so, genau bin ich. Tschüss. Leute. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wir haben doch nur Schicht Ostern. Feliz Navidad. Warum singt ihr denn dieses osterliche Feuerlied? Das ist doch ein Halloween-Lied. Nein. Was für Halloween? Das ist für Silvester. Da spielt man... An Halloween spielt man doch was anderes. Ach ja, stimmt, das singt da man spielt man immer Michael Meyers. Nein, nein. Dieser berühmte Komponist. Da hört man doch, dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Jürgen. Helmut ist eingeschlafen. Helmut. Zieh mein rüber. Du musst ihm eine rüberziehen. Helmut! Aufwachen! Ich war gerade im Tiefschlaf irgendwie. Meine Augen sind einfach schwarz geworden. Kann ich doch so weiterfahren? Guck mal, Was, du warst am Tief... Was? Im Tiefschlaf. Boah, wie im Tiefschlaf? Mir wurde schwarz vor Augen. Ja, warum bleib denn? Doch stehen, Helmut! Nein, nicht so schwarz. Ach so. Soll ich fahren? Du hast deine
Dad, ich weiß schon, was du meinst. Guck dir mal. Was? Ich konnte auch meine Ohren haben auf einmal nichts mehr gehört. Ja, ja. Soll ich fahren? Ja, fahr du, Willi. Was hast du denn mit der Karre gemacht? Oh, war ich nicht. Oh mein Gott, bist du doch bleppert. Wir haben Helmut vergessen. Hey, ach, wo ist er denn? Helmut? Helmut, hey. Hey! Helmut, steck! Helmut, was machst du denn? Willi hat mich angefahren. Du bist ins Auto eingelaufen, du blindes Huhn. Du bist ein blindes Huhn. Ich sehe wenigstens die Straße. Ja, da hast du recht. Hup doch nicht so! Ich muss ehrlich sein, ich find's echt schön, mal was mit Rentnern zu machen. Ja, absolut, ich auch. Ich auch. Jetzt fehlt nur noch Manni mehr. Nee, wie heißt der? Manfred. Manfred, wo bist der denn? Das wäre doch so. Im Urlaub! Ach so, im Urwald, im Urlaub. Ich hab nicht nachgefragt, wo er ist. Das ist so ein Urgestein. Willi, weißt du, was im Urwald an den Bäumen wächst? Bananen! Nein, Urlaub! Willi, verlangsamer. Was ist denn das für eine Stöhne? Warum denn langsamer? Ich hab Angst. Hör auf so rumzuweisen. Weißt du, Fuchs? Scheiß dir nicht in die Hose. Ja. Ey, Willi, soll ich dir mal was erzählen? Ich bin Feuerwehrmann, ich weiß, was ich tue. Ha? Willi, ja. Pass doch auf. Soll ich dir mal was erzählen? Was denn? Was heißt das? Nein, Jürgen und ich waren mal Kart fahren und dann hat er sich überschlagen und dann musste er groß aufs Klo und dann hab ich ihm die Hose unten aufgeschnitten. Das sollst du doch nicht jedem erzählen. Das ist Privatangelegenheit. Das haben wir im Vertrauen gemacht. Was? Da ist ein Hubschrauber. Schieb mal an die Tonne hier. Herr Rolls-Holz, der hat die Queen Groß, doch auch Groß, auf den... Groß-Holz? Der hat doch die Queen auch auf den Berg transportieren müssen. Oder nicht, Helmut? Ja, die wiegt bestimmt doppelt so viel wie wir drei zusammen. Oder wiegte er gesagt? Oh! Was ist? Gott! Sag mal dann nicht! Tripp! Rest in Peace! Oder so! Das steht auf meiner Urne schon oben! Ich Hast hab du ich das euch, schon alles geplant? Hab ich euch schon von meiner Urne erzählt? Nein! Das schaffen wir nicht! Helmut, dein Auto! Helmut, steck aus und schieb an! Du musst rückwärts hochfahren! Kopier's mal rückwärts! Ach du Scheiße! Guck mal, ein Löwe! Das ist ein Tiger, du Vollidiot! Ist doch das Gleiche! Was, das ist das Gleiche? Ein Tiger und ein Löwe ist doch nicht das Gleiche. Natürlich, der eine hat einen Putzschwanz. Hilfe! Der eine hat einen Pelzkragen und der andere nicht. Der Unterschied ist, dass der eine aussieht wie Willi und der andere besoffen ist wie Jürgen.
Also ich finde das super. Ist nicht lustig, Helmut. Du sollst dich über meine Real Life City reden. Danke für einen Euro. Servus. Ja, genau. Wohl dir nicht, wenn Willi dabei ist. Der zieht das bestimmt ein, dem Manfred weiter. Der hat einen Vogel. Kann ich da mal voll auf, bitte? Willi, flüsterst du, ich hör dich sehr schlecht. Ich schreie! Die ganze Zeit schon. Oh! Pass doch auf. Pass auf, Willi. Ach du heiliger Bimbam. Fahr rückwärts. Rückwärts. Volle Kraft zurück. Oder hoch. Das ist doch scheiße. Komm, lass uns einfach hochlaufen. Nein, ich bin lauffaul. Achtung, Willi. Wir haben alles unter Kontrolle. Der Fähig bin bei dir nicht so sicher. Wir schaffen das. Ich sollte mir mal notieren, niemals mit Willi Auto fahren. Halt die Schnauze, du hast nicht mein Führerschein. Hättest lieber auch keinen haben sollen. Festhalten! Oh. Ach du Scheiße! Festhalten! Da wird ja sogar der Fisch in der Pfanne verrückt! Oder war es der Hund in der Pfanne? Wie willst du denn einen Hund in die Pfanne tun? Mit einer großen Pfanne geht das schon. Groß ist denn keine Pfanne? Einen Meter 80. Danger! Das heißt immer, das ist der sichere Weg. Hab ich gelernt in der Schule. Ja, wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Oh, Willi, das war aber gleich. Ach du Scheiße. Das ist viel zu hoch. Willi, nicht so weit nach vorne, sonst fällst du. Ich bin ein alter Bergsteiger. Entschuldigung, die Herren. Ach du Scheiße. Hallo, bitte nicht den Berg runterlaufen. Hey, was machen Sie hier? Ich müsste Sie einmal bitten, hier das Gebiet zu verlassen. Warum ist das denn? Wegen einer der böse Maskenmensch! Wegen einer Ermittlung der Polizei. Bitte einmal das Gebiet hier verlassen. Warum ist hier kein Sperrgebiet? Helmut. Weil wir noch keins ausgerufen haben, da das relativ frisch ist. Ich würde Sie jetzt einmal bitten, sich wieder ins Fahrzeug zu setzen und das Gebiet hier zu verlassen. Unser Scheu nicht. Helmut! Ja. Fahrzeug ist nicht beschädigt, das hat es hier rauf geschafft, dann schafft es auch wieder runter. Helmut! Bitte einmal zum Fahrzeug Hilfe, und. Hilfe! Bitte einmal zum Fahrzeug. Helfen Sie mir! Wir sind von der Polizei! Das ist nur die Feuerwehr! Nein, wir sind von der Polizei. Alle, wir die sind da von oben, der Polizei. Die ziehen auf uns. Ich kann mich gerne ausweisen, wir sind von der Polizei. Da jetzt. Oben steht ein Motorrad. Hier, ich tue meine Waffe weg. Schauen Sie, ich bin von der Polizei. Sekunde. Hier, Helmut! Sergeant Zero vom LAPD. Die Spinnen. Ich will Hilfe. Helmut, steig ein. Sergeant Zero vom LAPD, Sie brauchen keine Angst haben. Hilfe. Jetzt lass doch den Marshall Service arbeiten. Das ist doch der Dorfscheriff. Jetzt bitte wieder runterfahren. Danke. Was ist denn mit dem Wandern gehen? Was ist denn mit denen los? Ich dachte, das ist unser Berg. Da krieg ich ja schon wieder flüssig Durchfall. Und nee, Durchfall ist ja flüssig. Müssen beobachten, was die machen. Ja, wir müssen spannen. Hat jemand ein Flugzeug? Hey, ich wollte vorhin eins ausleihen. Habe ich schon mit dem Jürgen abgesprochen.
Ja, wir wollten eh Flugzeug fliegen. Dann lass uns eins ausleihen. Das Auto! Was machst du denn? Das Auto lässt sich nicht lenken. Willi! Wie wär's, wenn wir raufspazieren? Ja, machen wir. Ja, dann! Wir wollten doch mal rauf auf die Spitze. Kennt wer Musik zum Laufen? Vielleicht Marschmusik. Hey, Preußens Gloria. Vielleicht mal Marschmusik. Ein Sack Zement. Ein Schritt voraus. Zwei Schritt Zement. Voraus. Und die nächste drei Strophe. Schritt zurück. Nein. Was? Nein. Nach vorne, nicht zurück. Stefan aus Oberösterreich, danke für 25 Euro. Puppensex im Altersheim. Einmal raus. Jürgen, du bist impotent. Ja, deswegen brauche ich ja nicht verhüten. Altersheim, da sei keine Oma. Schau, da ist sogar jemand von der Feuerwehr. Ich sag, ich gehöre dazu. Ich gehöre auch dazu. Wir gehören alle dazu. Vielleicht ist das Franz. Sicher Hans. Franz, der Kanz. Ja. Habt ihr auch so ein Piepsen im Ohr? Was für ein Piepsen? Ja, das Piepsen. Das ist Tinnitus, aber du Vogel. Ja. Seit wann hast du ein Tinnitus? Seit meiner Geburt von meinem Der Mann. Hat auch einen Vogel. Helmut. Du hast einen Vogel. Ja. Was soll das denn? Kannst du dein Piepsen nicht ausstellen? Jetzt höre ich's auch schon. Na, gell, das kommt immer näher auf einen zu. Ja, das hängt mir förmlich im Nacken. Ja. Ich dachte in den Ohren. Hals, Nasen, Ohrenarzt, sagt man doch. Der Nacken ist doch der Hals. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Natürlich! Ich muss jetzt mal wieder nach Franz fragen. Vielleicht können wir ja mit runterfliegen. Helmut, du sollst nicht laufen mit deinen Knien. Ja. Du gehst aber so schnell. Ich mach manchmal den Running Gag. Was für ein Kick? Den Running Gag. Wir sollten uns mal wieder. Hat jemand ein Bier mit? Das haben wir uns jetzt verdient. Ja, komm. Hier. Danke. Prösterchen. Prost. Prost, ihr Säcke. Du bist ein alter Sack. Bierpause, es muss ist wichtig. Meine Flasche ist leer, kann mir jemand eine volle geben? Was ist denn das da hinten? Warte hier! Das ist der Förster! Na, egal. Scheiß auf den. Seit wann fährt denn der Förster mit pinkem Licht auf das dem mal Dach? Weiterziehen. Oh, das ist ein schnelles Stück. Helmut, pass auf die Knie auf. Da hatte ich ja aber gerade schon Angst. Helmut, beweg dich! Beweg du dich, du alter Sack! Halt den Krabbel, du! Ich geb dir gleich mal halt den Krabbel. Den kannst du gleich mal. Dann stopf ich mal deine Löcher. Wie fährt der denn? Idiot! Der Förster! Auf dir steil rauf! Steil ist immer gut! In die Karriereleiter! Lass mal hier rauf!
Ja, ja. Mein Bier ist alle. Wo ist dein Bier schon alle? Was bist du für einen Fass ohne Boden? Ich weiß es nicht. Das geht ganz schön in die Waden. Lieber die Waden als die Flöhe. Guck mal, die süße Wanderin. Oh, hallo Dame. Darf ich dich verführen? Hau mal, ein Moped. Helmut, du das aufmachen als Mechaniker. Ich bin leider nicht im Dienst. Aber guck mal, da hinten stehen auch zwei. Ja, lass mal gucken, ob die auf sind. Angeschlossen. Verdammt, sind nicht offen. Verdammte Hacke. Schau, das ist er hier, mein Freund. Ich glaube, das ist sogar Franz. Ich muss zu ihm mal Hallo sagen. Ist hier eine Party? Franz! Ich habe ihnen gerade eben gesagt, dass sie sich hier entfernen sollen. Sie haben gar nichts zu mir gesagt. Franz! Franz! Also ich finde es super. Franz, mein Bester! Ich habe hier was zu befehlen, Willi, und sollten Sie sich dem widersetzen, werden Sie Willi. Geht ihr mal bitte jetzt Hallöchen, hier runter und raus? Wir haben gerade Wanderung. Würdet ihr mir den Gefallen tun, weil das ist hier eine komplette... Dürfen wir mitfliegen? Unfall, nein. Wir haben gerade Wanderung, Franz. Ha? Ja, aber hier oben ist jetzt ganz groß was passiert, Willi, so, weißt du doch. Das wusste ich nicht. Ja, wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen jetzt entfernt, und wenn nachher ruhig ist, könnt ihr das gerne hat wieder hoch. Ne? Alles, nee, ich sag nicht, das ist alles gut. Ne? Ist aber geht mal ein bisschen bergab und stört die Polizei von uns auch gleich. Ich dachte, das ist die Dorfscheriffs. Ja, alles gut, Willi. Gottes Willen. Wir haben ja nur hier Wanderung. Bitte mal die Trage stehen lassen, der Herr. Helmut, lass doch. Helmut, du sollst nicht alles anrammeln, was nicht bei drei am Baum ist. Ja, gut, dann noch Gutes gelingen. Danke, Willi. Jürgen, Helmut, wir müssen. Okay. Gut, vier habe ich jetzt. Vier Stück. Du hast vier. Ey, Willi, kannst du das auch? Was denn? Bisschen sportlicher sein. Oh. Rutsch nicht weg! Ist dir, glaube ich, schon öfters passiert. Jürgen, kannst du das auch? Ja, Helmut, du Vollidiot! Warte, ich muss wieder üben. Helmut, du Idiot! Was machst du denn? Ich lieg und küsse den Boden. Das sollst du doch nicht tun. Das ist schlecht für die Lungozyten. Was ist Lungozyten? Das hat mir meine Mutter gesagt. Wer ist deine Mutter? Greta! Thunberg! Ach du Scheiße! Ich heiß Wurst! Greta Wurst! Wie wollen wir mal zur Bank fahren? Ja, lass mal zur Bank fahren. Am Hauptplatz, da wollte ich sowieso hin. Wir wollten ja fragen, ob Manfred da ist. Stimmt, Manfred. Was macht Helmut denn? Nee, ich bin Helmut. Ach, was das ist Jürgen! Jürgen, auf den... Jetzt haut sie sicher gleich auf die Fresse. Da unten ist mein Auto. Ich glaube, den haut's gleich auf die Fresse da vorne. Ich brauche ein Bier, warte. Hast für mich auch eins? Ja, hier, nimm das. Ich hab ganz viel dabei. Wollen wir mit dem Taxi nach Hause fahren? Wenn du bezahlst. Ist ein Taxi da? Neunmal. Lass mit dem Taxi fahren. Ja. Lass es hier oben hin bestellen. Genau, jetzt haben wir den Sonnenuntergang. Oh. Ich hol ein Taxi. Ja, komm. Holst du, Jürgen? Dahin. Ja, mach ich. Ich setz mich dahin. Aber nicht runterfallen.
Passt auf, ihr Vögel! Das ist aber eine schöne Aussicht. Gleich 14 Likes, Road to 15, Freunde. Nupi, danke für 2 Euro, nochmal für 5 Euro. Kuss geht raus. Stefan aus Oberösterreich, vielen Dank für 25 Euro mit Überweisungsgebühren. Dankeschön. Ja, ich denke, es wird bei ihm ein bisschen dauern. Die Fahrt wird holprig. Bis gleich. Sag dem, der soll in die Eisen steigen. Weißt du, was lustig wäre, wenn der jetzt da durch das Sperrgebiet fahren müsste? Sag dem jetzt mal hier, der soll mal hier. Soll in die Eisen. Hast du dem gesagt, er soll ins Brett reinsteigen? In was für ein Brett? Er soll uns mit dem Taxi holen. Wenn der langsam fährt, schmeiß ich ihn raus. Der kann sich auf die Rückbank setzen und ich fahr. Ich will an den Hauptplatz. Ist das denn schön? Ey, ich ruf nochmal an. Da sind die Polarlichter. Was für Polarlichter? Das ist der Sonnenuntergang. Da rechts. Da ist doch kein Polarlicht. Wir sind doch hier in der Schweiz. Jürgen. Du sollst Gas geben, sagt Willi. Wir sind doch hier in der Schweiz. Willi, das ist mein Rentnerfreund. Wir sind auf Matterhorn. Wir sind auf dem Mount Chili. Ich dachte, wir sind am Matterhorn. Ja, Gas geben, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sag ihm, er soll schneller fahren. Ich soll sie vorfahren, wenn sie zu langsam fahren. Fahren sie auf der Rückbank mit. Helmut! Was machst du denn? Helmut, komm bei Fuß! Jetzt hat's den schon wieder aufs Maul gelegt. Doch nicht mehr zum Retten. Scheiß drauf, ist mir wurscht. Jürgen? Oh! Jürgen! Ein Idiot! Du bist ein Vollidiot! Mein Spaß, Willi. Wollen wir alle zusammen ein Foto machen? Ja, wir hatten das Polaroid. Ich hab's da. Hier, ja, mach mal ein Foto. Schau mal, auf dem Hauptplatz ist gerade ein Riesenfest. Warte, hier kommt mit schönem Ausblick. Habt ihr das gelesen? Teilnahme am Fest am Hauptplatz. Ja, hab ich gesehen. Mit Bier will ich, Helmut. Wir brauchen Bier. Vom geklauten Bierlaster. Das hat schon Helmut ausgesoffen. Schau mal, da drüben ist ein Hund. Das ist ein Hirsch. Wie kommst du denn auf einen Hirsch? Der ist doch viel zu klein. Nein. Das ist doch kein Hirsch. Bist du fertig, Helmut? Helmut ist bestimmt schon fertig. Mit dem Leben. Das war schon vor 20 Jahren. Helmut? Ja? Bist du fertig? Ja. Gut. Abputzen nicht vergessen. Du bist ein Ferkel. Was ist jetzt mit dem Taxifahrer? Ich warte schon eine Stunde. Mittlerweile ist schon dunkel geworden. Jürgen, wisch mir mal ein Popo bitte ab. Jürgen, halt die Schnauze! Jürgen, du sollst ihm die Rosette vergolden. Hast du nicht gehört? Schau, er lädt dich förmlich ein. Das musst du mal nutzen. Uiuiuiuiui. Party! Wo bleibt das Taxi? Es ist mittlerweile schon dunkel und kalt. Was soll das denn? Dem bezahle ich nix. Wollen wir einfach aussteigen, wenn wir da sind? Wir haben dann einfach, wir tun's, als ob wir vergessen haben, dass wir im Taxi fahren. Ja, genau. Ist das Taxi? Hä? Hast du es nicht gehört?
Da war schon wieder dieses Piepen. Ja, Tinnitus halt, ne? Oh Mann. Jürgen! Wie lange dauert es denn? Hä? Sag dem, er soll wie lange dauert es denn? Es ist kalt und es ist dunkel. Wir warten jetzt schon eine Woche. Willi? Ja, jetzt. Guck mal. Ach du Scheiße. Hast du deinen Wäschekorb zu Hause vergessen? Na, es ist für Weihnachten, Willi. Aber warte, ich hab auch eine Kappe. Oh. Jürgen, hast du auch eine? Warte, lass mich schauen. Oh, das sind die alten Motorradfahrer. Fällt gerade ein, den Helm habe ich von meinem Sohn. Der Thema bei der Polizei ist, das habe ich. Doch hat ihn nicht selber? Was? Ob der den nicht selber braucht? Nein, weil er mit dem Auto fährt. Verstehst du? Ja. Hau mal die Aussicht. Wo bleibt denn das Taxi? Schau mal, das sieht man sogar, Catalina. Hallo, ja, hier ist Jürgen. Ihr seht gerade auf dem Montschillard. Hast du gewusst, Helmut, dass Catalina zu Italien gehört? Nein, Willi, ja. Es gehört doch zu Paris. Samstag ist leider schlecht. Ich dachte, aber das gehört Sonntag. Zu den Färöerinseln. Da hinten siehst du den Eiffelturm. Stimmt. Ja, super. Stimmt, jetzt soll... Wusste ja, ich klingt super. Klingt ja, super. Das muss ich meinem Enkel erzählen. Danke, gleichfalls. Ich mich auch. Tschüss. Jürgen. Hä? Was ist denn jetzt? Die Frau Doktor hat mich angerufen und will ein Date haben. Da müssen wir hin. Nein. Komm, wir fahren mit dem Das Mercedes. Ist am Sonntag. Sie hat dich Taxi. Doch gerade angerufen. Ja, um einen Termin zu vereinbaren. Das fahren wir jetzt hin. Nein. Wo ist denn das Taxi, Jürgen? Ich ruf an, warte. Scheiße, falsche Nummer. Ach, den Helmut. Was macht denn Helmut? Wie lange dauert das denn? Wir sind doch hier hinten auf dem Gehweg. Willi, warte. Das Taxi ist doch da. Was macht denn Helmut? Wir stehen hier doch auf dem Weg. Ich hab doch den Standort dazu geschickt. Sie. Der Helikopter. Ja, Sie müssen auf der anderen Seite wieder runterfahren. Auf der anderen. Sowas habe ich geträumt von so einem Livestream. Unsere Beine tun weh. Von so einem Livestream habe ich geträumt. Sie müssen auf dem anderen Weg runterfahren. Jürgen, wo ist denn Helmut? Sind Sie etwa zu blöd? 3 sind es. Ich schicke einen neuen Dispatch, dann haben Sie den Standort nochmal. Mein Gott. Wie kann man denn nur so verblödet sein? Wo ist denn Helmut? Ich weiß nicht, was der macht. Was aber tanzt der da unten mit so Leuchtstäben? Ist der jetzt schon komplett besoffen und bescheuert? Der ist geistig verwirrt, der Vogel. Ach, wer denn? Wo ist denn jetzt der Taxifahrer? Tschüss auf das Taxi, wir fahren selber! Oh! Oh! Hast du es gehört? Was? Oh! Willi, ich bin's! Hallo! Es ist mir egal, wir haben jetzt ein eigenes Auto! Willi! Komm! Ja, ist jetzt egal, wir haben ein eigenes Auto. Kein blödes Taxi. Blödes Taxi ist blöd. Ist mir jetzt glatt, es gibt eine schlechte Bewertung bei Vodafone.
ist mir doch Latte, Heide! Mein Gott! Das gibt eine schlechte Bewertung bei Vodafone! Da kannst du dir wirklich auch eine mitschreiben! Und zwar, hörst du zu? Kannst du schon schreiben? Ja, ja, ich hör zu! Schrei! Hallo, wir haben auf den Mount Chilidit ein Taxi bestellt. Ich kann. Und die Schwachköpfe, also ihr, habt zu lange gebraucht. Da könnten wir Rentner einen Marathon laufen. Ja, hab ich. Schick ich ab. Ich, passt, ja, super. Ich kann nicht mehr. Mein Gott, da platzt mir ja der Kragen. Das Taxi gerufen. Genau. Und jetzt steht er da oben gefangen. Ab zum Hauptplatz! Ja, Mann! Party! Ich kann nicht! Das Taxi war schon... Was ist das denn? Das Taxi ist... Das ist ein Hirschkuh! Das Taxi du ist von das da... Viech das ist schon raufgefahren! Nein! Das tut mir so. Und jetzt ist es abgefahren. Das stellt sich tot. Ja. Wo fährst du denn lang, oh, du kann. Vogel? Ja, ich will doch nicht den Berg runterfallen, Jürgen. Ich kann nicht mehr. Oh. Ich pack's nicht mehr. Ist Willi da noch? Oh. Ja. Der macht ein Nickerchen! Ja. Kurz Sekundenschlaf. Ja, ja. Muss ja. Man ja immer. Wie Helmut eben bei der Fahrt. Ja. Das Daxion. Ich kann. Oh, Helmut! Was machst du denn? Herrgott, Helmut! Helmut, du. Du komischer Vogel! Jetzt fahrt er auf den Weg drauf! Am besten ohne hier runter zu rutschen! Mein Handy hat schon wieder geläutet wegen dem Dieb. Jetzt nicht! Wieso läuten die denn immer? Ich weiß es nicht! Das war sicher der Taxifahrer! Auf zum Hauptplatz, Helmut! Der weiß doch gar nichts! Hier! Billy! Ja! Was ist jetzt mit deinem Sohn? Ich hab einen Sohn! Ja, das ist Manfred. Seine Tochter, du Vogel! Nein! Natürlich! Wo geht's hier lang? Ja, geradeaus weiter! Ja, ich hab kein Licht und 1 zu 7 Hundebande, Dankeschön für 10 Euro. Dann mach ich dir Licht, warte. Weiter, so werde ich machen. Dankeschön. Ja, mach. Du sollst doch aufpassen. Ich passe also auf. Also ich finde das super. Sieht man das? Oh. Wie kannst du nicht runterfahren? Dankeschön für 1 Euro. Keine Spende für den Server, dankeschön. Was eine Taschenlampe so alles kann, hä? Komm hier nicht lang. Wo ist denn das Taxi? Helmut, ich wo fährst du abbestellt. Denn? Ja, hier geht's nicht lang. Helmut, wo fährst du denn lang? Fahr noch zurück. Geradeaus. Nicht geradeaus. Bleib ruhig, Rüdiger. Du musst da jetzt auf nebenan rechts runter. Ja. Rechts. Rechts, Helmut. Nicht so viel rechts. Das ist zu viel rechts. Wo fährst du denn hin? Helmut. Was machst du denn? Ich weiß es nicht, Lenkin. Rechts! Ich weiß, ich werde hier nie wieder im Leben hochfahren. Ja, wenn du so langsam fährst, dann definitiv nicht mehr. Du sollst ja auch nicht hochfahren, sondern runterfahren. Ja, stimmt. Da hast du recht, Willi. Natürlich. Du bist doch bescheuert in der Birne. Du bist doch bescheuert, du bescheuerter Bescheidi.
Du redest wie ein kleines Kind. Da musst du geradeaus drüber. Elwood. Jetzt hat der Rolls-Royce hat schon geweint, da unter Boden. Jetzt bist du eine Kuh zusammengefahren, du. Gut. Eine Kuh? Das war ein Schaf. Das war ein Vogel. Nein. Wenn das ich, war ein Elefant. Bist du es nicht gehört? Wisst ihr, welches Mammut ich... Scheiße, welches Haustier ich Helmut nennen würde? Was denn Mammut? Nicht. Das ist nicht lustig. Der Blitz ist schlecht. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Und ein dunkles Mammut. Dunkelmut. Da geht sich lang. Der Weg hat sich verabschiedet. Ja, wenn du so langsam fährst, verabschieden wir uns gleich auch vom Leben. Ich komme hier nicht lang. Da drüben komm, bei den Büschen. Da so, jetzt links runter, Helmut. Ja. Kommt ein Pferd in eine Kneipe, fragt der Wirt, warum hast du denn so ein langes Gesicht? Ferdinand. Das war keine Frage, du Vogel. Achso. Das war ein Fakt. Los, Helmut, zum Hauptplatz. So, ich hab's sogar schon auf der Karte hier angezeigt. Guck mal, da wo mein Finger ist. Ja. Und warum braucht ein Polizist eine Schere? Du musst einfach geradeaus fahren, Helmut. Wisst ihr, warum Polizisten eine Schere brauchen? Nein! Damit sie dem Einbrecher den Weg abschneiden können. Du bist doch ein Vollidiot. Dafür haben sie doch Pistolen. Und Straßensperren. Helmut, bist du von allen guten Geisten gut verlassen? Ja, aber... Aber ich kann auch denken, ja? Du Vogel! Jetzt gib mal Gas mit der Rotzmöhre also hier! Also ich hatte auf R&O's ja schon so tot, viel Spaß wie du heute. So langsam fährst! Du bist schon wieder fast hier im Rentier zusammengefahren! Das war ein Papagei! Der hat es aber nicht geflogen! Ja, richtig, weil Helmut ja nicht rüber gefahren ist. Sonst wäre er geflogen. Helmut, du bist schuld. Willi? Ja? Egal wie gut du schläfst, Albert. Du hast es verkackt. Ja. Er hat sich schon wieder angekackt. Ich riech es! Helmut! Ja! Willi! Ja! Egal wie gut du schläfst, ne? Albert schläft wie ein Stein. Der war auch schlecht! Nein, du bist das schlecht! Das war ein guter Freund von mir, da, Herr Stein! Oh! Was für ein Schwein? Stein! Ein Stein! Stein! Ja. Wir müssen zum Hauptplatz. Was kommt jetzt gib nach mein Elch? Gott, Helmut, was sonst kommt ist nach der Tag gleich leer. Was kommt nach Elch? Die Annegret kommt dann. Nein, Zwölch. Deine Mutter. Hör auf. Die ist doch schon tot. Nein, das ist meine Uroma. Wieso ist deine Mutter deine Uroma? Wurde adoptiert. Ja, ja. Ich dachte schon, dein Stammbaum wäre rund. Na, wie meinst du das? Helmut, sein Stammbaum ist einästig. Jürgen, wir müssten mal das Auto reparieren gehen, glaube ich. Warum das denn? Wir müssen auf den Hauptplatz. Ja. Hör zu, jetzt Auto hier. Sieht fahr doch mal geradeaus, du. Du bist es doch wir eh müssen wieder zum kaputt. Bankomaten. Hast du nicht schon vergessen?
Helmut, gerade durch Gib zum Gas Bankomaten. Jetzt. Ja, es ist grün. Geradeaus. Geradeaus. Hat nicht mehr so lange geöffnet. Geradeaus, du. Weiter. Wo lang? Ja, hier rechts. 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 Ja, da rechts. Helmut, wo fährst du denn hin? Du sagtest rechts. Ja, dort. Jetzt fahr weiter. Ja. Lass sie doch auf! Weg. Wir müssen zur Bank! Hast du denn die Sachen dabei, dass wir die auch ausrauben können? Ich hab meinen Helm mit! Jetzt wartet doch mal auf mich! Ja, ja! Warte, Willi, sag mir mal dein Bankpasswort! Wir haben Dann das Fest verpasst! Schau mal, da drüben ist jemand, der Wegen arbeitet. Wegen dem scheiß Taxifahrer, weil der zu blöd ist. Schau mal, jetzt. Da drüben arbeitet jemand. Ja. Ein, oh mein Gott. Tschüss, Willi. Was? Bankspießen. Ich will den da am Hauptplatz besuchen, Warte. Der hier so arbeitet. Ich komm hin. Also ist ihm wunderbar, hier eine kleine Spende für den Server. Gucke deine Streams so oft, wie es geht. Und jedes Mal habe ich was zum Lachen. Kuss geht raus. Oh mein Gott, danke für die lieben Worte. Weil ich gerade vorhin schlecht geschissen habe. Du sollst aber es raus und nicht was reinstecken. Aber die Ärztin hat mir Zäpfchen verschrieben. Für ein Popo? Nee, für den Mund, du Vogel. Hey, halt die Für die Ohren! Jürgen! Hier eine kleine 1-700-Bande. Lasst Herzen in den Chat da. Lass mich Jeder, der das hört, lasst Nein. Herzen da. Vielen Dank. Und Nein, ich will dich. Schreibe ich mir auf. Jetzt lauf doch, du Vogel! Halt die Klappe! Du bist ein Vogel. Du... Nichts gütiger Trickste, du. Jetzt halt die Klappe. Ja, tu die Klappe. Und wir müssen hier den Arbeiter suchen. Die Putzfrau. Er hat den Fleck vergessen. Sagt mir mal, wenn ihr den seht. Ich sehe nicht mehr viel. Hier drückt der Helm aufs Gesicht. Hier ist er doch. Hallo! Hallo! Sie haben den Fleck vergessen! Ich kümmere mich gerade drum. Was finden Sie? Was machen Sie denn da? Sauber machen! Es ist aber nicht sauber! Sonst? Freilich! Das ist dreckig! Das wird noch! Gehen Sie nochmal mit dem Boden durch. Sie haben hier Ihren Besen liegen lassen! Ich hab meinen! Der ist aber nicht so cool. Sie müssen den doch. Der ist richtig geil. Nein. Was haben Sie denn gemacht? Hausfriedensbruch. Warum machen Sie das? Die peinlich sich dazu erwischen lassen. Ja, Sie sind aber peinlich. Sie können doch in eine öffentliche Toilette einbrechen. Naja, vielleicht haben die älteren Herrschaften mir vielleicht ein paar Tipps fürs Leben zu geben. Werden Sie alt und kassieren die Rente, dann können Sie leben. Verdienen Sie gute Rente? Nein! Ich arbeite in der Werkstatt! Sie! So ist's nicht! Arbeiten Sie immer noch? Ja! So ist's, wie... Willi, wie ging das nochmal? Was? Willi will's Er soll... Nein! Helmut, so ist's sag nicht, das nochmal mit... Ja genau, warte, eine Weisheit fürs Leben! Seufzte! Stirbste! Seufzte nicht! Seufzte nicht! Auch. Helmut, halt die Klappe, also er soll's alleine sagen, sonst ist es nicht lustig! Das ist eine Weisheit! Helmut! Vielen Dank! Der ist genauso weiß wie ihr Weisheitszahn! Sag das mit dem Stein! Ja, danke schön! Was? Sag das mit dem Stein! Was für ein Stein? Ein Stein! Helmut, was warst du vorhin? Streng dein Köpfchen an! Willi will's wissen! Das, was du vorhin im Auto gesagt hast. Vorhin wollte man Willi auch wissen. Ganz kurz, halten Sie den Mund. So, hören Sie zu. Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie ein Stein.
Dann muss ich jetzt sagen, ihr ich hab nicht gelacht, zu Hause machen. Ich fand's nicht lustig. Das kommt nach Elch. Zwölch. Es reicht, wenn er erscheint. Kleiner Tipp fürs Leben. Der Frau ist die Zweitjob. Den fand ich schon besser. Also dann, ich wünsche euch noch was. Gutes Gelegen. Willi. Dankeschön. Ja. Willi. Ja. Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Der ist alt. Du bist alt, du Rentner. Wir sind alle alt. Ja. Da, da drüben ist die Jugend von heute. Die sollen unsere Rente bezahlen. Ja, die sollen arbeiten. Geht für uns. Was macht ihr denn da? Geht mal arbeiten. Herrgott. Arbeitet für unsere Rente, aber dann... Was machst du denn hier? Geh arbeiten für unsere Rente. Geschwind. Gehen Sie doch für meine Rente arbeiten. Was? Du bist doch der Herr. Wenn Sie am Dach liegen, schneid ich Sie nicht aus dem Auto. Das ist gleich wissen. Sind Sie beide Zwillinge? Ja. Warten. Ja. Wem gehörst du denn? Hast du ein Problem mit mir? Geh meine Rente bezahlen. Ja. Soll ich eure Rente bezahlen? Ja. Ja. Da kommt mal einzeln zu mir, zahle ich eure Rente. Ja. Kommt mal her. Ich bin Helmut, falls du mich nicht kennst. Ich weiß. Bitte sehr, deine staatliche Rente. Danke. Jürgen! Was? Jürgen. Deine Rente jetzt holen. Ja. Bitte sehr. Danke Rente. Sehr. Und Sie sind? Das Willi. Ist Willi. Okay, Willi. Willi, der Metzger. Ich bin von der Feuerwehr. Dann bekommen Sie auch Ihre staatliche Rente. Dankeschön. Kein Problem. Wie dich Hugt sagen würde, Kuss auf die Nuss, Dicker. Willst du schon wieder einen Nissan klauen? Nein. Kann ich mal eine Runde Lamborghini fahren? Ciao, die Marschlis. Das war der Dorfscheriff. Ach so. Kann ich mal eine Runde Lamborghini fahren mit Willi? Das ist Mercedes. Hallo. Er schläft schon wieder. Ach, Sie meinen mich mit dem Lamborghini, kein Mercedes. Busch da drüben. Kann ich mal damit fahren? Er ist gerade leider abgesperrt, da habe ich Angst vor. Ja, Sie haben doch den Schlüssel. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Fahrt überleben. Ich frag mal, ob Manfred da ist. Tatsächlich, nicht so schnell, der Herr. Schon die Pizzeria drüben. Schon der Manfred da. Freunde, jetzt müssen wir doch mal hingehen und fragen, ob Manfred da ist. Das Sahnehäubchen. Die werden so angepisst sein, wenn ich da jetzt rübergehe. Also da seht ihr mit dem Ferrari. Oh mein Gott, die werden so angepisst sein. Hier noch der Rest für die Rente, danke für 10 Euro. Tun haben. Tag. Hallo, Willi. Hallo. Grüß Gott. Servus. Tag. Ist Manfred da? Nein. Der ist immer noch im Urlaub. Immer noch. Schade. Ja. Wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Schade. Lilith ist auch nicht da. Und wo ist Jason? Ja? Er ist auch nicht da. Jetzt sind alle meine Freunde nicht da. Wollen Sie noch was essen? Jawohl. Was? Wollen Sie was zum Essen haben?
leckere Pizza oder was trinkst du denn? Salami Pizza, Thunfisch, Schinken. Mein Freund von mir hat gesagt, die Pizzen hier sind scheiße. Ja, der braucht hier auch nicht mehr herkommen. Ja, ja, ich hab grad einen Fehler begangen. Der hat hier auch Hausverbot, also die anderen beiden. War das der, der nach veganer Salami gefragt hat und glutenfreien Pizzateig? Kann sein. Ja, könnte sein, ja. Stimmt. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Das hört sich gut an. Ja, gerne, was wollen Sie denn? Was haben Sie denn? Einmal Salami-Pizza, einmal Schinken-Pizza und einmal Thunfisch-Pizza. Ich hätte gern jawohl, Pizza à la Frucht. Gehen. Das geht doch so aus. À la Frucht. Gut. Passt. Also gib ich Ihnen eine Thunfisch-Pizza. Danke, gleichfalls. Was? So, die Herren, ich verabschiede mich. Schönen Abend. Schönen Abend. Wollen Sie volle 8 Stücke haben? Thunfisch ist doch ekelhaft. Hey, schau, okay. Na, das würde ich nicht sagen. Geben Sie mir Salami. Dann gebe ich Ihnen Salami. Wollen Sie auch was zum Trinken haben? Salami, Spitzen. Alles klar, perfekt, Polisch. Bis nachher. Ah, Jungs, ich bin da mal weg, ja. Schönen Abend. Ciao. Schönen Abend, der Herr. Wie geht's eigentlich, Manfred? Keine Ahnung. Wir haben schon eine Weile nichts mehr von dem gehört, weil er im Urlaub ist. Er hat doch keine Postkarte geschrieben. Das ist aber ein Lümmel. Lümmel. Was hat Lilly immer zu mir gesagt? Das stimmt, das sagt sie gerne, das Wort. Ja. Lümmel. Was ist denn das für ein hässliches Auto? Oh Mann. Grüß Gott. Guten Tag. Hallo. Servus. Normal sagt man immer, die Haustiere sehen so aus wie der Besitzer, aber da sieht tatsächlich das Auto gleich schlimm aus wie der Besitzer. So, bitteschön. Einmal 8 Salami-Pizzen für Sie. Ich müsste einmal nachfüllen. So viel kann ich doch nicht tragen. Ja. Ich sehe doch aus, als ob ich 8 Pizzen tragen kann. Nein. Ja. Ich, halt, glaub, ich kann nur 7 tragen. Nur 7, ja, okay. Ja, okay. Ja. Dann bekommen Sie 7 Salami, bitte. Bitteschön. Danke. Was kostet der Schwan? Das kostet $210, bitte. 200? Wie viel? $210, bitte. Sie werden sehen, ey, die Pizza schmeckt super. Bitteschön. Dankeschön. Dann lassen Sie sich schmecken. Und ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Ich gehe mir jetzt mal kurz. Und überzeugt? Den Käserand könnte man weglassen. Ja. Der schmeckt ein bisschen nach Arschritze. Ich frage mich nicht, woher Sie wissen, wie das schmeckt. Das ist besser. Ich bin von der Feuerwehr. Aha. Okay. Das erklärt die Frage trotzdem nicht wirklich. Ja, das stimmt. In dem Alter, da hat man sehr viel Erfahrung. Oje. Warum muss ich mir gerade vorstellen, wie er mal jemanden aus dem Feuer ohne Hose rausgetragen hatte und ihn kopfüber halten musste? Oh Mann. Ja, ja. Nein, kann man weiterempfehlen, außer den Käse an. Der schmeckt wirklich nach Arschritze. Ach ja, wie geht's eigentlich Manfred? Manfred ist im Urlaub. Dem geht's gut im Urlaub. Jürgen! In 2 Monaten ist er wieder da. Oh Mann, ey. Ja! Helmut! Ja! Euer Boss ist ja scheiß Problem! Was schreit sie denn so rum? Es ist jetzt schon das zweite Mal, oder was ist mit euch? Wie reden Sie denn? Was denn? Jetzt ruft mir die Polizei. Na, ja, ruft der Polizei. Ohne Spaß, Alter. Ja, das ist gut, die haben sowieso Hausverbot, die beiden Herren. Ich hab ja, nicht so. Jetzt habt ihr solche eine Fußgruppe. Ja, aber Fußball das Haus ist doch dort. Also ihr seid dreimal zu fleißig, sag ich euch gleich. Ja, das gehört mit. Das gehört mit zur Pizzeria. Das gehört der öffentlichen Straße. Ja, das ist der Fußgängerweg. Ja, und eigentlich von der Pizzeria. Na?
Ja, gut, doch, doch. Hallo. Wie ist das denn? Wollen wir kurz reingehen, ja, oder? Ja, bitte. Wie viel kostet es denn? Sprechen, meine bei Ihnen. Ja, also, ich habe jetzt mal die Pizzen hier. Ja, super. Ja, ich muss zweimal laufen, weil es ist doch ein bisschen zu schwer. Warten Sie kurz, ich muss mir das Kennzeichen merken. Wir fahren. Ja. Das Kennzeichen. Sie haben nichts gesehen. Das Kennzeichen ist kratzt den Lümmel. Er kratzt am Lümmel. Nimm jetzt den fest! Nimm jetzt den fest! Was macht er denn? Ein Hut! Wie ist denn die Energie? Was ist denn jetzt? Einmal wieder aussteigen! Was? Ah, das ist mal schon wieder viel zu stressig! Wollen wir kurz rein? Steigen Sie einfach aus! Nein, oh, was? Ist einfach die Vorne Jürgen, okay. Was siehst du denn immer im Jahr? Ich hab gar nichts gemacht! Wer hat denn den Notruf hier ausgelöst? Ja, der Herr da hinten! Wo ist er? Da hallo, geht's noch? Was versuchen Sie denn da? Jürgen, das ist das falsche Auto! Super, danke. Scheiße! Ich bin aus Versehen auf ihn, also auf Fahrunfall. Der Herr hat mich jetzt schon zweimal, einmal beim Hauptplatz und einmal hier, angefahren. Zweimal auf der gleichen Stelle und ich möchte jetzt auf den 20er-Stadtplatz. Das war der in der roten Jacke. Das ist doch nicht das erste Mal, dass Sie hier jemanden reinfahren heute. Also eigentlich können Sie mir doch den Führerschein wegnehmen. Es tut uns leid, es ist gerade was ganz Wichtiges reingekommen. Geben Sie bitte einmal Ihren Führerschein. Na, aber ganz kurz, der Herr. Lassen Sie nein, jetzt einmal schnell. Ich meine das ernst. Bitte geben Sie mir einmal schnell den Führerschein. Stefan, einfach scheiß drauf. So. Er kriegt jetzt Geld von danke, mir. Herr Ritter. Herr Ritter, ich schreibe Ihnen nachher, ich ja? Ich passe nicht durch. Ja, bitte aber sehr. Lassen Sie es mich kurz erklären. Das war jetzt das erste Mal, wo ich draufgefahren bin. Ja, der Frau war es, der Willi. Der Willi ist draufgefahren. Der Willi nicht, ich. Ohne Spaß, nehmen Sie einen Schein. Ja, ich gebe ihm wieder Geld. Ja, der Herr! Na, ich brauche. Ja, das ist gut. Na, ja, nehme ich jetzt auch nicht. Das machen wir über die rechtlichen weg. Ich zeig sie an. Ja, sie fahren von mir. Sie kriegen Post. Sie Vollwappler. Was bin ich? Was bin ich, der Herr? Ein Vollwappler. Was ist ein Vollwappler? Er meint sich nur selber. Lass ihn. Achso, ja, Sie Vollwappler. Was heißt denn Vollwappler? Wo sagt man das? Was heißt? Es ist nicht. Das ist eine komische Sprache. Helmut, schaut die Arbeitsgruppe. Hey! Helmut, der ist dir gerade reingefahren. Ja, ich beschwere mich jetzt, dass er meine Rechnung bezahlen. Hinterher! Dann hol ich mir. Gib die Verfolgung auf, Helmut! Scheiße, der Tank sei jetzt mal ein echter Ritter! Wo fährst du denn? Hallo? Hallo? Wir sind uns reingefahren. Ich bin Ihnen reingefahren. Ja. Ja. Dann kommen Sie heute in die Werkstatt. Ja. Helmut arbeitet dort. Helmut. Geht her. Wie man arbeitet. Kann wer kurz das Auto tanken? Geht her. Du musst dem hinterher fahren. Helmut, das soll die ganze Rechnung bezahlen. Geht her. Wir wollen Ihr Geld! Oh nein! Muss ich in die Werkstatt, Motor, das geht sich nicht aus, Helmut! Hey! Zeig in die Kohle Eisen! Her. Gib die Kohle her, du gib Gummi! Du voll Waffel! Was hat er gesagt? Voll Schnaffel! Voll. Nein, Weichsel hat er gesagt! Was ist ein Weichsel? Ein Schnaps! Oh nein! Ja, super! Helmut, was springt denn das Auto so? Helmut, du sollst dich nicht anfahren lassen! Vollwappler! Sie das Auto ausschauen! Helmut, was machst du denn? Wir müssen das Auto tanken! Heidewitzka, mir platzt gleich der Kragen! Oh, wir haben es geschafft! Das war die Tür. Tür, heile Willi. Ich hab doch nichts gemacht. Alter. Du hast die Tür kaputt gemacht. Ja, hat sich. Willi. Die hat sich von selber kaputt gemacht. Aua. Das würde ich jetzt auch erzählen. Kaputt.
Alter Schwede, ich pack's nicht mehr. Das ist mir zu viel. Ist mir heute einfach zu viel. Das Auto. Süßes, sonst gibt's Saures. Sag bloß, Willi. Da ist Willi, das Auto. Es ist doch noch Helmut. Nicht Weihnachten. Ja, Mann. Willi, gehen Sie auf die Seite. Dachte, das sagt man zu Ostern. Jürgen. Schau mal. Das Auto. Wer ist denn da jetzt reingefahren? Warte ich. Also ich. Wer ist uns reingefahren? Ja, gib hier vorne, die Schramme. Die Schramme, Lido. Die mache ich Ihnen hier raus. Hi. Da. Hallo. Wie geht es dir? Nee, alles ja, nicht. Ja, soweit ganz nee, nee. Gut. Und selber? Ja, Auto, mir geht es auch gut. Das ist super. Was habt ihr denn mit dem Wagen angestellt, sag mal? Der ja, der Kollege ja, ist uns reingefahren. Ja. Ich hab den gestreift. Dann wird der Kollege, der den gestreift also hat, wohl auch für den Schaden aufkommen, denke ich mal. Selbstverständlich. Den Kratzer pulle ich vorne das gerne war raus. Alles. Das ist ja die Tür abgefahren. Ich bin ihn doch gerade zu sein. Ich konnte ihn noch nicht die Tür abfahren. Sie sind uns doch voll verladen dort vor der Polizei. Ich bin Helmut. Ich bin von der Feuerwehr, ich bin Experte. Ich bin Helmut. Also die ganzen Kosten sehe ich nicht. Das war's. Vorne waren auf jeden Fall zwei neue Lichter. Das ja, hier fehlt eine Tür, alles. Du hast alles kaputt gemacht. Alles, ich bin von der Feuerwehr, ich kann der Experte, ich kann das beurteilen. Sie haben das alles kaputt gemacht. Warum sind Sie denn so? Haben Sie beim Bingo verloren? Oder? Bingo ist doch erst in einer halben Stunde. Ja. Nein, das war ich gar kein bisschen. Bingo. Wie soll ich denn verlieren, wenn das erst in einer halben Stunde ist? Wer hat gestern gelogen mit Bingo? Es war kein Bingo gestern doch, Abend. Doch, im Rathaus. Da war ein Theater, war da gestern. Ist es eine Dame, die Mechanikerin ist? Ja. Hallo. Hallo. Excuse me, wir haben 2022. Frag sie doch erstmal, ob sie überhaupt eine Dame ist, du. Helmut, was musst du tun? Du musst je. Ja, genau, leg dich erstmal hin. Geschieht dir recht. Okay, ganz kurz. Moment. Warte, jetzt kommt's. Warte, ich hab ein Taschentuch für dich. Bitteschön. Bin eben gegangen. Ich will mich mal schnell umziehen, bitte. Sie haben da einen Fleck auf dem T-Shirt. Ja. Jürgen! Darf ich mich auch schon umziehen? Lass doch jetzt die Dame in Ruhe! Wir haben 2022. Die Herren, bitte husten Sie nur nicht, ne? Wir haben keine Wechselsachen. Wir haben keine Wechselsachen hier. Schau mal. Warum sollen wir denn nicht husten? Schau mal, bei Gruppensex ist jetzt auch schon. Ja, da verliert man manchmal schon mal was dann, ne? Gruppensex im Altersheim. Außer keine Obernein. Was hast du angefangen? Was hast du hier angefangen? Was? Ich hab doch gesagt, man muss dir ein bisschen Traubenzucker geben. Traubenzucker! Ja. Sie sind ja völlig aufgedreht. Sie sind ja völlig aufgedreht. Haben Sie Energy getrunken, oder? Sind ganz ruhig. Nein, wir haben am Mochiat Bier gesoffen. Wir haben sie getrunken. So, ihr jungen Hasen. Sollen wir mal lieber das. Wir sind junge Hasen. Ihr seid junge Hasen. Da fehlt uns mit den Bullen hier was. Hallihallo. Hallöchen, Popöchen! Ich glaube, der hört dich nicht. Schrei. Helmut hat Sekunden. Helmut! Ja! Du hast Helmuts Hörgerät ist ausgefallen. Hast du den zweiten geliehen? Bitte? Du hast nach mir gerufen! Ja, ich hab grad den Namen vom Shido. Shido? Ja, hier ist einer. Ja, Shido. Darf ich an deinem Zopf nur gehen? Nein, das ist mein Zopf. Lass doch Shido in Ruhe. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur einen Schein. Ich will den Zopf anfassen. Helmut. Nee, das ist mein Haar. Hilf dem Herrn lieber mal sein Gesicht zu reinigen. Der ist voller Öl. Schau der mal. Ist ja noch schlimmer. Ja, der ist voller Öl. Hilf dem mal sein der Gesicht hat zu reinigen. Der hat gebartet. Hey, WD. Ich mal lieber noch eine Tür, bevor ich hier umstehe. WD-40. Schönen Augen schmieren das Zeug. Die Dame, was ist das obwohl, für eine Farbe? Welche? Gibt's noch einen anderen Ort, wo man helfen kann? Lila.
Was ist Lila? Pilote steht drin. Soll ich ist das die Mischung das aus? Doch, das ist doch. Das sieht Kredo. Aus wie Lavendel. Ja, ungefähr so, ja. Wäre helleres Lila. Sie haben einen roten Fleck im Gesicht. Einen roten Fleck? Ja, das ist ein Tattoo. Das ist ein Herz. Achso, ich dachte, das wäre ein Knutschfleck. Nee, das ist ein Herz. Bist du Helmut? Ich bin Jürgen. Wo ist denn Helmut? Ihr habt Helmut verloren. Weiß ich nicht, mir doch wurscht. Wo ist Such Helmut? Den mal. Such den mal, der ist, glaube ich, da hinten in die Ecke gelaufen. Ja, der wird schon Helmut wieder suchen? Kommen. Helmut! Floßes Stück! Ich rechne schon mal. Ja, der wird schon von selber wieder auftauchen. Der arbeitet doch hier. Oben um eine Kurve genascht und so leicht in den Griff von den Herren kam hier eine Mauer. Ja, ja. Ich hab gerade 2000 ja. Einfach von der Fahrer kassiert, meine weil Ärztin der ist auf meiner Fahrbahn gewesen auf der gut. Autobahn und bitte schön. Hinter der Kurve. Ich und nehme auch einen Haschmuffin. Ein Haschmuffin, ja. Also, danke! Ich meine, ich im großen LKW, für mich ist das. Der schmeckt gar nicht mal so gut. Hat sie ja auch selber gebacken. Das tut jetzt weh. Also. Ich habe vorhin gekauft. Jürgen, hör mir zu. Ich habe vorhin in der Pizzeria habe ich eine Pizza gegessen. Ja. 150. Die haben den Käserand dran gemacht. Der hat voll nach Arschritze geschmeckt. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gehört. Was? Merkst du selbst, oder? Alles gut. Der Käserand in der Pizzeria schmeckt nach Arschritze. Hallo? Den Käserand packt man ja auch nicht in der Pizza. Den Herrn kenne ich noch nicht. Hallo? Du sollst aufstehen. Ich hab den Anfall. Kann man hier hochhelfen? Herzinfarkt? Habt ihr den Herzinfarkt? Mir geht's schon besser. Setzen Sie sich mal bitte hin. Haben wir den Stinkekäse da reingemacht? Die schmeckt nach Arschritze. Nach Arschritze, ja. Also ich finde das super. Den habe ich auch noch. Super. Hat der geschmeckt? Ja, nach Arschritze. Okay. Ich zahle mal ein hier. Ja. Ich glaube, ich muss wirklich Bier rein. Super. Wo ist denn Helmut? So. Er sagte immer, er hat Hörner auf in der Arbeit. Wenn die Queen das sehen würde, würde die ganz wuschig werden. Ja. Ja, wie es im Rolls-Royce da geht. Was sagen Sie zu meinem Rolls-Royce? Das ist nicht der Rolls-Royce. Sieht gut aus. Gefällt mir. Helmut. Ja. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Das haben wir von der Queen geklaut. Ist trotzdem ein Rolls-Royce. Super, ja. Den haben Sie bestimmt damals als Neuwagen gekauft, ne? Nein. Ja. Das war nur ein Ersatzteil. Jürgen, wir müssen jetzt ein Bier, lass da klauen gehen. Ja, komm. Danke. Und fahren Sie vorsichtig. Wo ist der jetzt? Fahren Sie vorsichtig, bis später. Hat sich der Feinschliffmensch eigentlich reingesetzt? Ja, bei mir sieht er gut aus. Meine Aktie. Heide! Oh. Wo ist Helmut? Abgestorben hier, die Scheiße. Was machst du denn? Du darfst doch auch nicht den Schlüssel rausziehen. Wo ist Helmut? Jürgen Dächle. Wo ist Helmut? Helmut Ritter, bist du's? Wo ist er denn? Wir suchen den. Ach so, nee, ich weiß nicht, wo er ist. Keine Scheiße. Ahnung. Scheiße! Ich muss ihn anrufen. Geht heran! Gerade nicht! Also ich finde das super. 1-7 danke für 2 Euro. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Dankeschön, also Patrick, auch für 3 Euro. Jakob, danke für 1 Euro. Nick, Niesma, danke für 2 Euro. Wieso geht der nicht ans Telefon? Liebe deine Streams mal weiter so, dankeschön. Scheiße! Wo willst du denn hinfahren? Was macht der Dränger Helmut? Ich weiß es nicht. Er hat schon ein schwaches Herz.
Vielleicht hat er auch einen schwachen Darm. Kann auch sein. Explosivdurchfall. Hab ich auch manchmal nach Chili con Carne. Deswegen hasse ich sowas nicht. Hier nochmal zu meinem Sohn zu fahren. Ich esse nur Chicken Nuggets. Scheißschule. Wer steht denn da so ein Blitzer hin? Warte, ich klopfe mal. Das wäre so geil, wenn wir aufmachen würden. Hallo? Hallo? Scheiße, es ist keiner da. Immer mehr Autos. Hallo. Da macht er. Ist ja blöd. Alle voll abgehoben. Was heißt also ich das? Ich finde es super. Die sind abgehoben mit dem Jumbo-Jet. Die sind auf Urlaub. Ach, wie Manfred. Wie Helmut. Helmut ist am Scheißhaus. Dort gehört er auch hin. Alarm. Was ist denn da los? Wir müssen hinterher, Jürgen. Abfahrt. Ich ruf Helmut nochmal an. Was machen die denn? Weiß ich nicht. Wieso geht der Sack nicht ans Telefon? Die suchen bestimmt Helmut. Wir müssen Helmut als Chemist anzeigen. Wir fragen mal den Polizisten. Hallo, Herr Polizist. Oh, wissen Sie, wo unser Freund Helmut ist? Nee, keine Ahnung. Helmut, bitte. Warum nicht? Ich weiß nicht, warum er. Der war vorhin noch in der Werkstatt, jetzt ist er nicht mehr da. Helmut! Der geht doch nicht ans Telefon, der Vogel! Dann suchen Sie ihn mal am besten. Machen wir doch schon! Da ist ja der alte Sack. Weiter suchen. Hey! Hast du das gehört? Er ist hier ein alter Sack. Wo ist der alte Sack? Halt's Maul! Hey, das nehmen Sie zurück. Nein! Sag's dir, wenn du noch einmal meine Karre kaputt fährst, ne? Schnauze! Wenn du noch einmal mein Mercedes kaputt fährst, dann kriegst du was von mir zu hören. Was ist denn das hier für eine Bumsbude? Was ist das hier für eine Bumsbude ist? Das ist eine Pommesbude. Diese Bumsbude sorgt dafür, dass die Stadt hier lebt. Soll ich dir mal was sagen? Oh, jetzt kommt's. Ich arbeite bei der Feuerwehr und wenn du auf die Fresse fliegst, dann hol ich dich nicht zurück. Von dir möchte ich auch gar nicht zurückgeholt werden, bei aller Liebe, da würde ich lieber sterben. Bevor du mich anpackst. Das merkt ja ich. Dann, viel Spaß und viel Glück. Ja, jetzt macht euch ab hier, Felix. Lauf uns nachzumachen, ich hau dich kaputt. Helmut ruft an. Gott, wir müssen, Mann, ey, ich werde hier gleich Fuchsteufelswild, Mann. Helmut, altes Haus. Euch weg hier, Mann. Helmut. Helmut! Helmut! Helmut, rede mit mir! Was? Ja, komm zu den Mechanikern! Bist du im Scheißhaus hängen geblieben? Ja, wir kommen! Sollen wir die Feuerwehr mitbringen, dass die dich rausziehen? Er hat sich Helmut. Doch sicher selber runtergespült! Helmut! Ja, wir sind gleich da. Der Vogel ist im Scheißhaus hängen geblieben.
Ist er hier? Ah, da ist er doch. Helmut! Helmut, du sollst einsteigen! Mensch, Willi, lass doch den Helmut ganz! Du musst doch einsteigen! Hat wehgetan? Ja. Was für Heide, wehgetan? Getreide! Was? Was für wehgetan? Hör auf zum Jammern! Ich muss ins PD! Wieso musst du ins PD? Ja, die haben mir gesagt, die suchen mich. Ja und? Ja, ich muss da hin. Dann fahren wir ins PD. Ja, ihr kommt alle mit rein. Das wird bestimmt lustig. Was hast du gesagt, Willi? Danach fahre ich wieder in Urlaub. Ja, ja. Komm hier. Wir fahren jetzt ins PD mit Helmut. Eine Lebensweisheit. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut! Helmut! Wohin willst du denn in den Urlaub, Willi? Nach Casablanca. Nicht nach Acapulco? Nein. Ich flieg nach Acapulco. Nein. Doch. Entschuldigung, wisst ihr, wo das PD ist? Ja, ein Stückchen weiter vorne. Straße durch, dann rechts. Danke. Was? Links. Was fährt denn da so scheiße? Der ist uns gerade draufgefahren. Du Vollidiot. Ja, was bremst es denn da so ruckartig? Da ist ein Schild. Sie müssen jetzt zur Polizei mitfahren. Kommen Sie mit. Der ist uns hinten drauf gefahren. Was denn hier? Hab ich alles auf Dashcam. Ja, ja. Sie hier nicht. Alles im Fotoapparat. Jetzt hat er unsere Scheibe noch gezollt. Das zahlen sie uns. Sie. Da platzt mir ja der Kragen bei. Mir platzt gleich mein linkes Ei. Und bei mir das Rechte. Helmut, du hast kein Rechtes. Wie das ist, kann er nicht mehr viel platzen. Das wollen sie Richter werden? Bei ihnen werden gleich ihre Vorstellungen platzen. Das ist... Ja. Das mit, Helmut, mit Eierplatz müssen sie gerade sagen. Hier ist jemand. Hallo. Hallo. Die sollten gleich kommen. Hey, jetzt haben wir da unten. Was anderes aber hängt, außer Eier, du hast ja gar nichts hängt. Willi, ihr müsst mit reinkommen. Ihr seid ja die Zeugen. Ja, ja, wir kommen auch mit rein. Hey, Scheine, das reicht. So wie er gerade uns hinten drauf gefahren ist, da kennt er ja nicht mal die Straßenregeln. Richtig, jetzt soll man den Führerschein abnehmen. Ja, wenn Sie so ruckartig bremsen, Sie Koffer. Na, ich bin noch nicht mal gefahren. Bei roter Ampel. Er ist doch gefahren. Bei roter Ampel muss man stehen bleiben. Ja, und aber nicht so ruckartig. Ah, sorry, dass die Bremsen von einem alten Mercedes-Rolls-Royce besser sind als sie sind also mit ihre... Oh, die Herrschaften, Entschuldigung. Hallo. Wir sind nicht in einem Wirtshaus, die Damen. Ja, aber ja. Wir sind in der Psychiatrie, das weiß ich. Du hast gehört, da ist eine Dame. Ja, wir sind nicht im Wirtshaus, ne? Karten spielen können das aber anders und sich so lautstark unterhalten, okay? Nein, wir sind hier vorgeladen. Vorgeladen? Ja. Zu? Ah. Oh, Helmut! Ritter! Zur Musterung! Zur Musterung? Ja, dann kleinen Moment, ich hole den Kollegen, ja, der die sie. Das sind meine Zeugen, mustert. Die müssen mit. Die müssen sagen, was passiert ist. Achso, aber der Vogel ist sozusagen drauf. Ihren Verein brauchen sie jetzt halt nicht komplett mitbringen, aber ich. Was für sind doch Zeugen! Kleiner Verein! Kleinen Moment. Ja, ja. Kleinen Moment, großer Moment. Ich glaub, ich muss los hier. Da platzt mir ja hier alles, ey. Na, bleib da, Jürgen. Ich bin nicht hart. Aber meine Hörner sind hart, die gerade nicht auf dem Kopf sind. Ja, ich muss erst Tabletten dafür nehmen. Guten Tag, Sir, schon mal LPD, wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind zur Musterung hier. So, Herr Ritter. Wer genau hier möchte den Waffenschein haben? Ja, der ist anscheinend wieder gegangen. Herr Ritter, der Kollege ist auf dem Weg.
Ja, der beeilt sich. Sie können sich gerne in der Zeit einen Kaffee nehmen. Ich glaube, es hakt. Der Kaffee Der Kaffee schmeckt nach Mundspülung. Liegt es vielleicht an ihren Dritten, eventuell? Das liegt an ihrer Kaffeemaschine. Können Sie die mal richtig entkalken? Na, dafür haben wir ja eigentlich unsere Rookies. Ja, ja, wo sind die? Aus, als ob der Kaffeemaschine entfaltet werden. Ich riech mal dran. Der Kaffee schmeckt wie die Pizza, wie der Pizzarand nach Arschritze. Ja. Der Käserand von der Pizzeria schmeckt wirklich nach Arschritze. Was ist... Das Ding stinkt. Ja, wo ist hier? Was ist los? Hallo, Herr Ritter. Ja. Hallo. Sie brauchen jetzt eigentlich alle drei die Tür da blockieren. Wir blockieren nicht die Tür, wir sind als Zeugen vorgeladen. Da sind sie. Als Zeugen vorgeladen? Ja, es ist gerade was passiert. Dann warten Sie einmal hier, ich gehe einmal mit dem Herrn Ritter erstmal rein. Nein, das hängt damit zusammen. So, einmal rein, komm Herr Ritter. Kommt rein. So, Leute, und einmal mitkommen. Hallo, was soll denn der Scheiß? Ja, setzen Sie sich hin. Ich will rein. Ja, na langsam, ne? Klopfen bringt nichts. Der Anzugfuzzi ist uns reingefahren. Wer? Der Anzugfuzzi. Die halbe Portion. Seven in David, negativ. So. Dürft ihr mal? Entschuldigung. Ich auch, bitte. Nee. Danke. So. Hey. Grüß Gott. Der Anzugfuzzi ist uns reingefahren. Ich bin Stritze, was los? Ich bin in dem Fall mit involviert. Der Herr Helmut Ritter ist mir zweimal mit seinem Kassett reingefahren. Und genau, ich warte jetzt hier auf. Er ist uns reingefahren. Gegebenenfalls. Okay, deshalb wurde auch der Herr Ritter. Deswegen wurde der Herr Ritter auch in das PD. Genau. Du bist den hinten reingefahren. Jetzt gerade beim Herfahren haben die Herrschaften bemerkt, dass ich sie verfolgt. Dann hat einer der beiden Herrschaften zu dem Fahrer gesagt, er soll bremsen. Dann haben die gebremst und ruckartig gebremst und dann bin ich den auch reingefahren. Wir haben alles allerdings auf Kamera. Allerdings, damit zu tun, wenn man den Sicherheitsabstand nicht einhält. Allerdings, richtig, da sagt der gute Herr schon. Wir aufhört, hat wie gesagt, ja, aber das ist ja Versicherungs-, aber ich habe ja keine Fahrerflucht gemacht. Du Anzugfuzzi. Wie gesagt, das macht jeder Kollege gerade. Hallo, jetzt Fall. Sachlich bleiben. Der beleidigt Sie doch auch nicht als Rentner, bleiben oder? Bleiben Sie bitte sachlich. Doch, der Rede. Beleidigt Nein. mich die ganze ich Zeit schon. Er hat uns als Vollwappler beleidigt. Solche Worte nehme ich nicht in den Mund. Er hat uns als Vollwappler beleidigt. Als Vollwappler? Ich weiß selber nicht, was das ist. Okay, alles gut. Ja, dann denken Sie doch mal nach, aber denken hilft bei Ihnen ja wohl nicht. Ja, genau. Jetzt, das macht eh schon der Kollege, der was da jetzt an den Herrn Helmut Ritter dran ist. Und ich bin hier auf Abruf, falls Sie irgendwas brauchen von mir. Ja, oder? Gut, dann gebe ich das so weiter und dann weiß Bescheid. Alles klar, danke für Ihre Mithilfe. Super, falls was sein sollte, einfach schreien. Vielen Dank. Falls, super. Na? Super. Ja, vielleicht könnten Sie anfangen, die Herrschaften zu sagen, dass Sie ein bisschen an Abstand halten, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu. Jetzt schauen Sie mal, da drüben sind noch zwei schöne Plätze. Richtig, soll ich Ihnen noch ein Kissen holen? Weil seine Beine sind jünger als meine, soll ich noch ein bisschen Kissen holen? Na, also gut, dann streht Sie dann. Genau, lauf rüber da. Dank. Sei so gut und setz dich doch da drüben hin. So, und für die zwei Herrschaften soll ich ein Kissen, ein Sitzkissen holen? Ein Bier, bitte! Oder ein Schwimmring zum Hinsetzen? Nein! Ein Bier! Nein, geht es so? Ein Bier! Ja, Bier kann ich Ihnen bringen. Müssen Sie nur kurz warten. Ja, danke! Super! Dienste des Staates. Bitte was? Sie wollen die Herrschaften alkoholisieren, bevor ihr Vernehmung? Glauben Sie mir nicht! Hört die Schnauze da drüben! Okay. Jürgen! Beruhig dich! Glauben Sie mir nicht, dass ich Bediensteter des Staates. Doch. So, ich hol das Bier, gell? Ich hol das Bier. Ja. Bin ich wieder da. Danke. Bei so jemand Platzbier, der Kragen, ey. Da krieg ich so ein Häus. Da krieg ich so Blutdruck, du. Halt doch mal beide einfach nur ruhig. Kann doch nicht sein. Was machen Sie denn für Hampelmänner? Ich lehne mich an. Haben Sie ein Problem damit? Sport wird ihm gut tun. Helmut! Wir müssen zu Helmut!
Stadtwerke Barker. Ja, Helmut! Ich unterschreibe hier jetzt! Was willst du denn unterschreiben? Deine Rente hast du schon. Ja, dann! Dann muss ich sie wieder wegmachen. Willst du die Rente abgeben? Die zwei Renten sind immer gut. Super! Dario, das geht sie, hört sich von der Stimme an wieder Dario. Alter. Really? Das war. Ist das Glas? Was? Ist das Glas? Das ist Panzerglas. Er parkt jetzt ein Panzer hier. Hört sich auch nach einem Panzer an, wenn du draufklopfst. Hört sich nach Plastik an. Jürgen. Hau mal die Uhr. Glaubst du, die ist von Prolex? Von Prolex? Was ist denn Prolex? Prolex. Nein, die ist bestimmt von Wish. Was ist denn Wish? Diese Webseite, wo die Jugendlichen sich billige Scheiße bestellen. Eine Webseite. Das hast du auf dem Handy im Internet. Kenn ich nicht. Helmut! Willi. Ja. Helmut! So, der Herr. Ja, bitte. Wurden Ihnen 10. Haben Sie gefordert, dass der Ritter Ihnen 10 Dollar gibt für den Unfall? Ja! Das na, können wir kann bezeugen. Ich mich nicht erinnern. Doch. Also, wie gesagt, der Herr hat mir. Der Herr hat gesagt, also er hat mir. Diese 20 Dollar geben und ist dann einfach weggefahren. Ja. Sie haben. Die haben gesagt, Dollar sie können mir jetzt mindestens. Das können 10 auch die. Das können auch geben. Die Leute, die was beim ersten. Fall des Hauptplatzes da waren. Dass Helmut richtig auch bestätigen, also wie gesagt. Das große Problem ist jetzt bitte. Halt leider, dass wir jetzt hier, also bezüglich der Fahrerflucht, nichts machen können, weil die Herrschaften das Gegenteil bezeugen. Ja, aber sie haben ja mehr als 10 Zeugen. Das ist richtig. Dann müssten wir allerdings das so machen, ich könnte jetzt in diesem Zuge keine eindeutige Aussage treffen. Ja, wie gesagt, der Herr müsste nur für meinen kompletten Schaden aufkommen. Das wollte er jetzt machen. Da wollte er mit Ihnen einmal sprechen. Ja, bitte. Ja. Weil ich müsste die Fahrerflucht diesbezüglich dann fallen lassen, weil ich jetzt halt Aussage gegen Aussage habe. Aber den Schaden können Sie untereinander ja nochmal regeln. So, der Herr. Helmut, das wir fahren, scheiß drauf. Kann ich kurz? Hm, bitte. So, ja, also mein Name ist Helmut Ritter, ne, wissen Sie. Grüß Gott, Herr Ritter, ich bin der Stritzi. Herr Stritzi, genau. Ich komme gerne für Ihren kompletten Schaden aus. Ich würde auch nochmal eine Politur machen. Okay. So, dass Ihr Wagen 1A vom Werk wieder so aussieht, wissen Sie. Als hätten Sie gerade eben gekauft. Gerne. Was haben Sie denn da für einen Vogel auf der Brust? Was schwebt Ihnen denn davor? Was für ein Adler? Was? Ich bin Mechaniker. Das ist doch ein Schmetterling, das ist doch kein Adler. Ich arbeite in der Schmetterling. Aber ich kann Ihnen gerne 3000 Dollar. Die sind bestimmt in der Schmetterling-Gruppe. Das ist was besser, schau. 3,5, dann sind wir im Geschäft. Stimmt, das ist wirklich ein Fall. Das Ding ist vom Gebrauchtwagenhändler. Ja, aber trotzdem ist es ein. Schauen Sie mal, das war unfallfrei, ja. Sie haben das ist jetzt, auch so. Das ist haben, die wegen Jacke. Ihnen ist das nicht unfallfrei. Deswegen 3,5 würde ich sagen. Stimmt, sie hat Puls in der Jacke. Also, wenn es nicht 3,5 werden, dann muss ich das Ganze leider vor Gericht sehen. Ich glaube, dem Herrn habe ich schon mal Leben eingehaucht. Was haben Sie mir gemacht? Leben eingehaucht. Das stecke ich in Ihre Tasche. Danke, danke schön. Du sollst doch nicht jetzt. Kein Problem. Für die Polizisten, ich habe den Betrag erhalten. Weiß ich nicht, durchaus alles klar, möglich, also eventuell. Alles gegessen. Schneider. Das war doch nur der Zigarettenarte. Aber den Herrn, also ich bin noch immer der Meinung, dass dem Herrn eine erneute Führerscheinprüfung auf jeden Fall. War meine Schießerei. Da waren Sie echt? Ganz schön bewusst. Gut tun würde. Das ist schon möglich, wie gesagt. Was suchen Sie denn das, was ihm gut tun würde? Das wilde und sonst kann ich immer mich um Ihren Kommissar. Ah, schwierig, das können wir leider nicht entscheiden. Also, das können Sie sehr wohl entscheiden. Ja, komm, ich muss dir fahren, das ist gebraucht, juckt doch kein. Ja, das ist doch gut. Bestätigt.
Ja, ja, aber ich darf nur aufgrund vom Bußgeldkatalog und Strafenkatalog handeln. Ich glaube nicht, dass da Hansen an Höherrängigen noch hier vielleicht, der ja, was das entscheiden kann. Ja, da müssen wir allerdings also, was, stopp, jetzt mal ganz kurz, was ist denn jetzt los? Wo der Herr hat über den Tag, der Herr hat mir zweimal heute schon mein Fahrzeug beim Einparken beschädigt und bei der Pizzeria schon dreimal und ich glaube anderen auch noch. Und ich glaube, der Herr würde eine Nachschulung einfach gut tun, ne? Die also sind uns gerade hinten raufgefahren. Drehzehn, wir klären das mit dem Herrn Ritter ab, welche Konsequenzen das für ihn haben wird, okay? Ja, weil da ich kümmern sag mal wir so, uns drum, ja? Das, es geht ja um die Sicherheit der Bürger. Ja, selbstverständlich, aber Strezi... irgendwelche Parkschäden macht, irgendwann betrifft die Person. Ja, ja aber Strezi, da kümmern wir uns drum, okay? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dann sehe ich schwarz. Ja, ja, da kümmern wir uns drum. Nur weil ich alt bin, habe ich auch das Recht zu reden, genauso wie Sie. Ja, so dürfen doch. Hören Sie mal zu, gestern... war ich an der Tankstelle mit meinem Kollegen Jürgen. Mhm. Ja, warten Sie kurz. Da, stellen Sie sich vor, das passiert bei der Tankstelle. Explodiert er? Oder ganz kurz. Jetzt hören Sie nicht zu. Und müssen ja, Sie Gott, nicht immer ins Wort reden. Bitte. Das ist unangebracht. Bitte. Hat man es nicht beigebracht oder was? So, ich war gestern an der Tankstelle mit dem Jürgen und da kam ein Officer angefahren. So, und die Lage war so, der hat gesehen, wir waren im Sportwagen in einem Nissan 370Z. Und Sie wissen, was das Ding für Leistung hat, ne? Mhm. Und dann, wir sind in den Laden rein, weil ich wollte was zum Rubbeln holen. Also, Rubbeln. Dann haben sie okay, ich dachte, ich gleich gehen. Ich dachte schon, da hätt's noch fast die Sprache verschlungen, nur wir hier rubbeln. Also weiter. Jo, und dann war da der Officer, gell, Jürgen? Ja. Da war auch noch so ein komisches kleines Kind auf dem Roller. Und dann hat der Herr so von Bucci. Mir. Okay. Dann hat der Herr von mir einen Führerschein verlangt. So ganz klein. Nur darum, ob die Gültigkeit noch da ist. Und vor allem, dass ich ihn erst vor 2 Monaten gemacht habe. Ne? Okay. Mein Führerschein. Okay, dann frage ich Sie jetzt, warum kommen Sie darauf, dass Sie weiterhin geeignet sind, wenn Sie heute allein mindestens 5 Parkschäden, die was fix bestätigt worden sind, verursachen? Stopp, da muss ich, stopp, da grätsche ich jetzt halt mal rein. Ja, Sie grätschen das, gar nicht. Sie doch. Können immer gerne ins Wort fallen, aber grätschen bitte nicht, weil also Strezi, wie gesagt, das klären wir mit den Herren aus. Ab, wie wir super, das handhaben. Genau. Ja, super, und dann denke ich, ist die... dann lösen wir das Ganze jetzt hier auf. Das war genau, ich weiß. Ne? Die Geschichte. Gut, dass wir alle wieder an unsere Arbeit gehen können. Ist nicht so gut, wissen Sie. Na? Herr Ritter und Sie halt bleiben nur dann nochmal einen kurzen Moment da. M392 leisten. Bitte? Ich versuche mal jetzt mal wieder auf die Straße zu kommen. Ja, geh mal ich gehe auch einmal auf die Straße. Auf Wiedersehen. Wir auch. Ciao. Also, komm, Herr Ritter. Ja. Versprechen Sie mir ein was? Das liegt am Auto, Mann, verdammt. Herr Ritter, versprechen Sie mir was? Ja. Bahnen Sie einfach heute keinen Unfall mehr. Und vor allem nicht mit dem Strezi, okay? Ja, wer ist der Strezi? Ich mache keinen Unfall, passt schon. Wer ist denn der Strezi? Ich kenne ihn nicht mal. Hat der das war der Herr von gerade eben. Anzug aber er ist Sie. Uns gerade reingefahren. Wir konnten nicht er ist uns wie gesagt, wie gesagt. Der, ich weiß. Verdammt, gut. Der fährt da mit 100 na? Lang und dann beim wundert er sich, wann er ganz über, dann merkt er das gar nicht. Nein, Sie fahren nicht ganz über den Herrn. So, jetzt geht doch noch einen Kaffee trinken, ne? Lass den Abend ausklingen. Ja, aber nicht dann, hier. Dann ruft doch schon die Haier Tablette ein, Tabletten nehmen das und dann ins Bett. Ja, ich hol meine blauen Tabletten. Das ist eine gute Idee, Männer. Genau, Kaffeechen, wichtig, Tabletten nehmen und dann schlafen. Gute Nacht, tschüss, ade. Heide! Helmut, wir haben ein neues Auto, guck mal, das schwarz-weiße. Was ein Anzug, Fuzzi. So ein Volldepp, echt. Quetsch dich ein, Willi. Was war an seine Mission? Kommt ihr angefahren, steigt aus, rennt da hinterher. Der Herr, bleiben Sie mal stehen. Was ist denn Ihre Mission? Helmut, lass den in Ruhe. Das ist ein Kollege von mir, ja. Was für ein Kollege? Helmut! Ich hab gesagt. Ja, wie gesagt. So, ich will jetzt schlafen gehen. Ich auch. Bin müde. Ja. Am Hauptplatz. Ich gehe jetzt arbeiten. Viel Spaß, Helmut. Ich gehe jetzt auch schlafen. Danke. Ich auch. Am Willi, Hauptplatz. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ja, ich hoffe doch auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Definitiv. Beim nächsten Mal müssen wir das Flugzeug fliegen. Ja. Helmut, jetzt fahr gerade.
Da steht dann auch immer dieser arrogante Schnösel. Wo soll ich euch absetzen? Da, irgendwo passt schon. Hier reicht. Soll ich ihn drauf fahren? Nein, lass ihn. Wenn du Stress willst, gerne. Ich gehe jetzt nach Heim. Ich auch. Gute Nacht. Heide, Getreide. Schlaf gut. Willi, komm mal her. Ja, Helmut. Hier ist doch Post im Kasten. Schönen Abend. Tschüss. Oh, das hat im Handgelenk gezogen. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Helmut. Heide, Getreide, wie man sagen würde. Was war für eine gute Nacht. Ah. Ja, gute Nacht. Tschüss. Ich geh im Busch schlafen, das ist angenehm. Wir sehen uns. Freunde der Sonne. So, wir werden für heute den Stream hier mal beenden, Freunde der Sonne. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, haut gerne auf die Glocke drauf, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf Instagram fehlen uns noch, ich weiß nicht, sau wenig Follower für die 40.000 Follower. Schaut da auch gerne vorbei. Schaut auf Discord vorbei, Links dazu in der Videobeschreibung. Lasst gerne auch ein Like da, wenn euch das Stream gefallen hat. Ja, wie gesagt, morgen kommt kein Stream safe. Also morgen am Abend bin ich nämlich nicht zu Hause. Und ja, ich gehe jetzt sowieso noch mit Kurt Server arbeiten. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Stream gefallen. Schreibt es mir gerne auch einen Kommentar unten hin, wie es euch gefallen hat und ob ihr mehr davon sehen wollt. Was wollte ich Ihnen noch sagen? Genau, teilt den Stream auch gerne oder meinen Channel allgemein, wenn Sie der Meinung seid, dass ja, dass jemand anderen gefallen könnte. Wie gesagt, ich bin jetzt mal raus. Wir sehen uns wahrscheinlich am Freitag. Freitag oder Samstag. Na Leute, ihr wisst Bescheid. Und Wort Donikum von GamerGeek. Achso ja, GamerGeek mit dem Euro. Eudekum und du gehst, was soll denn das? Liebe Grüße aus Deutschlandsberg. Hast jetzt viel zum Nachschauen. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Bleibt alle gesund, baut keinen Scheiß. Gute Nacht, schlaft gut. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Na? Tschüdelü! What the fuck's name are you doing? Oh! Danke auch an meine Mods. Kuss und Liebe geht aus an euch. Nochmal, danke an meine Mods und danke an alle, die kostenpflichtig und kostenlos unterstützt haben. Küss.